So ein bisschen was zu uns. Wir als Verein Karlsruher Softwareingenieure, haben uns ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dass wir das ganze Software Engineering voranbringen wollen. Hier mit dem Fokus hauptsächlich bei uns Technologieregion Karlsruhe, das ist unser Wirkungskreis. Wir wollen das, was alles möglich ist, in den verschiedensten Facetten sichtbar machen. Und unter anderem sind auch aktiv im Bereich Vernetzung, eben hier jetzt auch mit solchen Formaten Wissensaustausch, um Leute einfach hier auch für das ganze Thema, für die ganzen MINT-Themen begeistern, faszinieren zu können und tun natürlich an der Stelle auch das ein oder andere für den Nachwuchs, um auch hier schon die jungen Leute direkt abholen zu können und eben für diese Themen zu begeistern. Ich habe hier so ein paar unserer Aktivitäten mitgebracht, was wir so alles tun. Gerade im Bereich Nachwuchs mit dem Informatik-Bogi fördern wir junge Menschen. Wir haben die Verleihung des VKSI-Preises. Wir sind Mitsupporter am Entwicklertag von Karlsruhe. Wir sind auch momentan mit einer Aktion am Start, die noch im Work in Progress ist, zu einer Image-Kampagne, um hier Karlsruhe mit zu unterstützen. Und jetzt, wo wir uns gerade befinden, in der Sneak Preview Meet Cyberforum IT Roundtable. Ganz kurz, einfach mal so eine kurze Einblende, was wir da so alles tun und einen kleinen Überblick dazu im Bereich Informatik-Bogi. Wie schon so ein bisschen angedeutet, hier versuchen wir gerade junge Menschen zu begeistern von den MINT-Fächern, von der Informatik. Das machen wir zusammen mit unseren Kooperationspartnern, dem KIT, dem FZI, aber auch verschiedenen Unternehmen, um da den Jugendlichen einfach schon mal von früh auf die Faszination und Spaß einfach auch an der Informatik, den MINT-Fächern mitgeben zu können und wecken zu können. Für diejenigen, die sich dann auch entschlossen haben, genau in der Richtung zu studieren, prämieren wir auch jährlich die besten Abschlussarbeiten, die letztendlich auch von den verschiedenen Professoren nominiert werden und wo wir dann unseren VKSI-Preis verleihen, der auch mit einer kleinen Prämie dotiert ist, sodass es auch noch eine kleine monetäre Wertschätzung für die Kollegen gibt, die hier besonders gute Abschlussarbeiten absolviert haben. Wir sind am Entwicklertag Karlsruhe mit dabei, unterstützen den zusammen mit unserem Kooperationspartner Andrena. Haben wir auch einen eigenen Track, wo wir mit dabei sind und auch ein Stück weit auswählen, was es alles mit ins Programm schafft zum Entwicklertag. Hier wird auch typischerweise dann der VKSI-Preis verliehen. Momentan, Corona-bedingt, viele unserer Aktionen meistens eher jetzt in der Online-Variante verfügbar. Wir freuen uns natürlich auch darauf, wenn es endlich mal wieder losgeht und wir tatsächlich auch wieder vor Ort die Hallen füllen können, so wie Sie es hier, also wie ihr es hier alle sehen könnt, das tatsächlich doch guten Zuspruch findet. Work in Progress hatte ich gerade schon gesagt. Wir sind gerade dabei, so ein Stück weit kam aus einem unserer Strategie-Meetings raus, eine Image-Kampagne für Karlsruhe zu machen. Ich hatte in der letzten Sneak Preview so ein bisschen was dazu erzählt, was da die Hintergründe sind, worum es da geht, was wir da alles vorhaben. Nur ganz kurz hier an der Stelle. Wir möchten hier eine Challenge aufbauen, um allen, die daran teilnehmen können, deutschlandweit mitzumachen, verschiedene Aufgaben lösen zu können, Karlsruhe quasi digital und aus auch Software-Ingenieurs-Sicht zu erleben und sich da auch beweisen zu können. Und das, was wir jetzt heute machen, unsere Sneak Previews, wo wir versuchen, immer wieder sehr, sehr spannende, interessante Themen aus der Informatik hier mit weiterzugeben und entsprechende Vorträge mit zu organisieren und das tatsächlich nicht nur rein nur aus der Brille der Informatik heraus, sondern oft auch einfach aus verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Facetten heraus, sodass wir das ganze Thema dann auch aus verschiedenen Blickwinkeln auch kontrovers mit allen Teilnehmern diskutieren können. Das machen wir mittlerweile, deswegen nennt sich das Ganze auch mittlerweile Sneak Preview Meets IT Roundtable vom Cyberforum in Kooperation mit unseren lieben Kollegen und Kolleginnen vom Cyberforum, wo wir einfach auch gesagt haben, Mensch, lasst uns das zusammenlegen, dass wir einfach hier in Karlsruhe noch mit diesem Format noch mehr gebündelt bekommen, noch mehr Leute erreichen, noch mehr Leute begeistern können für dieses ganze Thema und dementsprechend hier auch, so wie wir es heute haben, auch viele, viele Teilnehmer zusammenbekommen, um hier auch am Ende der Vorträge auch eine schöne Diskussion zu bekommen. Wie es der Alex auch gerade schon gesagt hat, die meisten unserer Vorträge, sofern wir die Einverständniserklärung bekommen haben, die laden wir hinterher, die schneiden wir hinterher und laden sie dann nochmal auf YouTube hoch, auf unserem YouTube-Kanal.
dass man sie auch im Nachgang, wenn man jetzt so eine Veranstaltung wie heute mal verpasst hat, trotzdem auch noch die Möglichkeit bekommt, die Vorträge entsprechend im Nachgang sich auch noch anschauen zu können. So viel dazu, so viel von uns erstmal, von der Seite. Ich würde sagen, an der Stelle, los geht's. Genau, ich sehe schon die Slide. Also ich glaube, Corona-Warn-App für Android. Wir haben zwei Vortragende, Hedard Oy und Luca Rambatic von SAP. Und ich würde sagen, wenn alle anderen auch die Slides sehen und Matthias auch, dann könnten wir da auch jetzt loslegen. Sehe ich es auch, genau. Okay, alles klar. Sehr schön. Viel Spaß euch. Dankeschön. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Vortrag Corona One App Android, ein Blick hinter die Kulissen. Wir stellen uns kurz mal vor. Mein Name ist Hedard Oy. Ich wurde Development Lead für Android von Anfang des Projektes an bis Version 1.0.1. Und dann habe ich übernommen, Luka Rambasic mein Name. Ich bin eigentlich Technology Consultant im Bereich Mobile UX im EMEA-Raum und habe dann quasi nach und nach Hedards Rolle beerbt und bin jetzt gerade Development Lead seit Hedards Weggang bis heute. Ja, unsere Agenda für heute. Ich würde die Zeit beschreiben von Anfang des Projektes an bis zu Version 1.0.1. Und darunter würde ich auf die Eckdaten von zur Corona One App eingehen. Danach beschreibe ich die Herausforderungen und die Lösungen, die wir angewendet hatten, um diese Herausforderungen mit diesen Herausforderungen umzugehen. Danach wird Luca uns dann die Zeit danach berichten, bis heute. Und er wird uns die Prozessoptimierungen vorstellen. Und anschließend spricht er dann über die Lessons Learned im Projekt. Und Sie haben vielleicht schon einige Vorträge gehört über die Corona One App, aber das hier ist aus Sicht des Android-Entwicklungsteams. Ich fange an mit der Eckdaten. Was ist die Corona One App? Die Corona One App, einfach gesagt, ist eine mobile App. Das gibt es beides auf Android und iOS. Und die Hauptaufgabe von dieser App ist die Infektionskette von dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu unterbrechen. Und wie wir alle wissen, das SARS-CoV-2-Coronavirus ist der Auslöser von der COVID-19-Krankheit. Und die Hauptfunktion von der App ist die Nachverfolgung von Kontakten zu Infizierten mit einem dezentralisierten Ansatz. In einfachen Worten, die App sagt mir dann als User, ob ich im Kontakt mit jemandem, der infiziert war. Wie funktioniert dieser Ansatz? Infektionsschutzgesetz. Ein paar Meter weiter schaltet der. Beim Schritt 1, wenn mehrere Handys die App darauf installiert hat, bei einer Begegnung wird dann ein Schlüssel generiert auf jedem Handy. Und dieses Schlüssel ist zufällig generiert. Bei einer Begegnung tauschen sich dann die Handys den Schlüssel aus mit einem Bluetooth-Protokoll. Und bei der Begegnung wird der Frame-Schlüssel bei sich gespeichert, die Begegnungszeit und auch die Signalstärke von dem Bluetooth-Signal. Bei Schritt 2, falls ein User leider bei einem Corona-Test positiv getestet wird, dann darf er freiwillig mit der App sich melden. Wenn das passiert, dann wird sein eigener Schlüssel zu einem Server geschickt. Das heißt, der Server pflegt dann eine Liste von infizierten Schlüsseln. Bei Schritt 3. Jede App holt dann im regelmäßigen Zeitabstand die infizierten Schlüssel runter. Lädt dann die Schlüssel runter. Und Schritt 4 ist dann die Risikoberechnung. Hier wird geschaut, ob die gespeicherten Fremdschlüssel von Schritt 1 mit der Liste von Schlüsseln von Schritt 3 übereinstimmen. Wenn das der Fall ist, bedeutet das, ich war im Kontakt mit jemandem, der infiziert ist. Und Sie können noch erinnern, bei Schritt 1 haben wir auch die Begegnungszeit und auch die Signalstärke von Bluetooth mitgespeichert. Und diese zwei Parameter helfen uns auch bei der Risikoberechnung, weil je länger die Begegnungszeit war,
desto höher das Risiko war. Und durch die Signalstärke vom Bluetooth können wir die Distanz zwischen zwei Handys bemessen. Das hier ist eine sehr vereinfachte und keine technische Darstellung von wie die App funktioniert. Wenn Sie sich für die technischen Details interessieren, dann kann ich einen Vortrag von einem Kollegen von uns, der Thomas Klingbeil, vorschlagen. Der Thomas hat einen sehr guten technischen Vortrag bei dem Chaos Computer Club gehalten und wir verlinken auch seinen Vortrag in den Slides. Weitere Implementierungsdetails. Für die Schritt 1 und 4 hatten wir eine Bibliothek von Google verwendet und diese Bibliothek heißt Google API for Exposure Notification. Und die Bibliothek hilft uns zum Beispiel bei der Generierung von dem zufälligen Schlüssel und vor dem Austausch von dem Schlüssel, denn das Versenden und auch das Empfangen. Und die iOS-App auf der Apple-Seite verwendet dann eine vergleichbare Bibliothek von Apple. Und da Apple und Google sehr stark miteinander zusammenarbeiten, sind diese zwei Bibliotheken miteinander kompatibel. Das heißt, für Schritt 1 spielt es keine Rolle, ob beide Handys Android sind, beide Handys iOS sind oder ob eins davon iOS ist und das andere Android ist. Die Deutsche Telekom hat die Serverinfrastruktur für das Projekt bereitgestellt. Eine weitere Grundfunktion, die wir bis Version 1.0.1 implementiert hatten, war das Abrufen von Testergebnissen. Bei einem Corona-Test kann der User einen QR-Code bekommen und das mit der App einscannen. Und wenn das passiert, dann fragt die App im regelmäßigen Zeitabstand nach den Ergebnissen auf dem Server. Und sobald das Labor die Ergebnisse zum Telekom-Server synchronisiert, kann die App das entsprechend abholen und anzeigen. Wir haben hier ein paar Zahlen. Das sind hier die Download-Zahlen für die App. Bis heute haben wir ungefähr 14,5 Millionen Downloads auf der Android-Seite und 12 Millionen Downloads auf der iOS-Seite. Ich gehe jetzt auf die Projekt-Timeline ein. Am 27. April haben wir mit dem Projekt angefangen und am 30. Mai haben wir das Source Code als Open Source Projekt in GitHub veröffentlicht. Das war genau 33 Tage nach dem Projektstart. Und am 6.6. hatten wir die erste Version, die Version 1.0.1, auf dem Google Play Store veröffentlicht. Und da haben wir bereits die ersten Kernfunktionen wie die Kontaktverfolgung, die Meldung von Ergebnissen und das Anzeigen von Testergebnissen. Das war genau 50 Tage nach dem Projektstart. Und kurz danach hat das Entwicklungsteam von Belgien eine GitHub-Fork von dem Projekt gemacht. Das heißt, die Corona Alert App von Belgien ist auf Quellcode-Basis von der deutschen Corona One App aufgebaut. Heute haben wir Tag 351. Dazu sind einige neue Features dazu gekommen, wie die Statistiken, das Kontakttagebuch, die EU-Interoperabilität, die Anmeldung von Events und diverse andere Verbesserungen. Luca wird uns dann später über diese Zeit berichten. Okay, jetzt gehe ich auf die Herausforderungen, die wir hatten bis Version 1.1 und die Lösungen, die wir angewendet hatten, um mit diesen Herausforderungen umzugehen. Hier sind manche Entscheidungen sehr bewusst von uns getroffen, aber manche andere waren eher so intuitive Handlungen, die mir hinterher klar waren, dass die uns viel geholfen hatten. Spätestens als ich diesen Vortrag vorbereitet hatte. Und diese Herausforderungen haben keine bestimmte Reihenfolge. Für das Projekt wurde das Android-Entwicklungsteam neu aufgesetzt. Das heißt, wir kannten einander davon nicht. Wir waren 14 Entwickler, verteilt in 6 Standorten in 3 Ländern. Und wegen der Pandemie haben wir alle von Homeoffice gearbeitet. Und gerade weil das Team neu war, verteilt war und rein virtuell war, war die Kommunikation sehr wichtig, gerade für die Anfangsphase. Und wir hatten als Team eine ganz klare Präferenz, wie wir miteinander kommunizieren.
Wir haben zuerst versucht anzurufen, um direkt miteinander zu Sachen zu klären. Und wenn das nicht geht, wenn zum Beispiel jemand beschäftigt ist, dann hatten wir mit Chat versucht. Und wenn das Thema weniger dringend war, hatten wir E-Mails geschrieben. Und wenn das wirklich warten kann, hatten wir bis zum Meetings gewartet. Warum diese ganz klare Präferenz? Weil damit schaffen wir Informationen so schnell wie möglich zu teilen und die Wartezeit vor die Klärung von Fragen ist dann so gering wie möglich gehalten. Das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach auf Meetings zu warten. Weil selbst wenn das 2 Stunden ist, dann ist der Entwickler auch schon 2 Stunden blockiert. Natürlich sollte man das alles hier mit einem gesunden Menschenverstand anwenden, weil wenn ich anfange, jedem zu jeder Zeit anrufe, dann ist das halt chaotisch. Zwei weitere Faktoren, die uns geholfen haben, als Team zusammenzuwachsen. Wir hatten sehr intensiv Pair Programming online geschrieben. Da hatten wir mit Microsoft Teams das Bildschirm geteilt und dann zusammen auf einer Programmieraufgabe gearbeitet. Und als Team hatten wir sehr viel davon profitiert. Ich denke, dass der erste Vorteil ist, dass das Team hat schnell einander besser kennengelernt. Und durch das Online-Pair-Programming wurde auch das Code-Qualität verbessert. Wir hatten schneller und früher Fehler entdeckt und wir hatten auch Wissenssilos verhindert. Und durch das Zusammenprogrammieren können wir das Wissen automatisch verteilen. Ein weiterer Faktor war der Humor. Wir hatten sehr viel zu tun gehabt, aber trotzdem hatten wir sehr viel Spaß dabei. Wir hatten viele Witze erzählt und auch Memes ausgetauscht und es war unglaublich viel Situationscomic dabei. Und das hat dadurch das Teamgefühl stark verbessert. Aber hier muss ich sagen, dass Humor kann man nicht planen und wir hatten den Glück gehabt, dass die Persönlichkeiten im Team sehr gut miteinander gepasst haben. Die nächste Herausforderung ist die komplexe Anforderung oder die komplexe Anforderungen. Wir hatten beide externen und internen Stakeholder und die zwei wichtigsten externen Stakeholder waren das Robert-Koch-Institut und das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik. Aber wir waren auch bei der Implementierung abhängig von Google und auch der Deutsche Telekom und wir hatten auch das Feedback von dem Online-Community von GitHub eingearbeitet. Und da wir bei der SAP mit anderen Teams gearbeitet hatten, hatten wir auch von diesen Teams Anforderungen bekommen. Und diese Anforderungen waren am Anfang nicht alle klar. Die werden mit der Zeit konkreter. Und viele von diesen Anforderungen waren sogar am Anfang noch nicht definiert oder bekannt. Und das ist die Frage, wie man diese komplexen Anforderungen in einer App harmonisch zusammenbringen kann. Wir hatten davor viel mit unseren Product Owners experimentiert und probiert und stetig unsere Prozesse verbessert. Und mit der Zeit hatten wir so einen Prozess etabliert und ich möchte gerne diesen Prozess vorstellen. Wir haben zuerst die Themen nach zuständigen Kollegen verteilt. Das heißt, ein oder zwei Kollegen waren zuständig für ein Thema. Und die Kollegen haben zuerst diese Anforderungen aufgenommen. Danach werden diese Anforderungen vorsortiert. Das heißt, die werden umformuliert und auch priorisiert. Und jeden Tag gibt es dann eine Backlog Refinement Meeting. Ich kenne das von anderen Projekten, dass so eine Backlog Refinement Meeting vielleicht jede Woche oder jede 2 Wochen passieren. Aber alleine durch die Menge von Anforderungen in dem Projekt mussten wir dieses Meeting jeden Tag machen. Sonst kommen wir einfach nicht hinterher. Und die Teilnehmer in dem Projekt waren die Product Owners, die Development Leads, die Themenexperten, die UX Designer und auch die Architekten. Und in dieser Backlog Refinement Runde, wenn alle einig sind über die Beschreibung und das wirklich verstanden haben und auch über die Priorität einverstanden sind, dann hatten wir das in einen Backlog reingenommen. Das Team arbeitet dann in einem Kanban-Modus an die Anforderungen. Und da ist es ganz wichtig, dass das Team jederzeit die Möglichkeit hat, Rückfragen zu stellen und auch selber technische Anforderungen vorzuschlagen, um andere Anforderungen zu erfüllen. Die nächste
Herausforderung ist die öffentliche Deadline. Wir hatten eine App gebaut für die Bundesregierung und das war gleichzeitig ein Open-Source-Projekt. Und das hatten wir geschafft in 50 Tagen. Und es ist ja untertrieben gesagt, wenn ich sage, der Termin war sportlich. Und um das zu erreichen, mussten wir auf uns schauen und schauen, wie wir effizient arbeiten können. Und die Antwort war Team Setup. Um das zu ermöglichen, hatten wir das Team in Subteams gesplittet und jedes Subteam war zuständig für ein Thema. Wir hatten auch diese Themen so ausgewählt, dass die Aufteilung nach Interessen war. Warum? Weil wenn eine Entwickler oder Entwicklerin motiviert ist oder interessiert ist an einem Thema, dann ist er motivierter. Und der ist auch bereiter, notwendige Skills anzueignen. Und noch wichtiger, er hat auch mehr Spaß an der Arbeit. Und das ist viel wichtiger, als zum Beispiel Aufgaben zu verteilen, von oben oder von der Seite. Eine weitere Komponente für das Team Setup war meine Rolle als Development Lead. Ich hatte von Anfang an ganz bewusst das Führungsprinzip Servant Leadership angewendet. Und dieses Führungsprinzip wurde begründet von Robert Carl Greenleaf. Und zusammengefasst bedeutet das, dass die Führung ist eine Dienstleistung. Und das ist das Gegenteil von dem klassischen Verständnis von Vorgesetzten oder Manager. Mein Fokus dabei war, die Bedürfnisse von dem Team zu erkennen und auch zu erfüllen und die Hindernisse wegzuräumen und das Team zu schützen. Mein Fokus war nicht, Befehle zu geben oder noch schlimmer, das Team zu micromanagen. Die signifikanten Entscheidungen hatten wir immer als Team getroffen. Ich war ein Teil vom Team und wir als Team, als Kollektiv, weiß immer besser, als ich alleine wissen kann. Natürlich hatte ich auch manchmal harte Entscheidungen getroffen, aber das war niemals ohne das Teamfeedback oder hinter dem Rücken vom Team. Und ich stand auch hinter alle Entscheidungen und war auch der erste Ansprechpartner, wenn es Konsequenzen gab. Okay, egal wie effizient ein Projekt ist, gibt es immer organisatorische und kommunikative Aufwände. Und gerade aufgrund dieser 50-Tagen-Deadline mussten wir diese Aufwände so gering wie möglich halten. Und dabei hatten wir ein Kommunikationsmodell angewendet, wenn wir mit der Außenwelt kommunizieren. Und das funktioniert so. Für die Kommunikation von draußen verwenden wir Proxies. Und die Proxies sind Vertreter für das Team, sei es bei Meetings, bei Abstimmungen oder wenn es Anfragen gab. Zum Beispiel, die Subteams waren die Proxies für die zuständigen Themen und der DevLead war dann der Proxy für Cross-Topic-Themen. Mit Proxies stellen wir sicher, dass nur die relevanten Informationen verteilt wird innerhalb des Teams. Das Ziel dabei ist, sind die Ablenkungen zu minimieren. Aber für die Kommunikation nach draußen ist das genau umgekehrt. Für die Kommunikation nach draußen sollen wir direkt kommunizieren, damit wir keine stille Post spielen. Zum Beispiel bei der Klärung von Fragen oder Details. Die Kommunikation innerhalb des Teams ist auch natürlich direkt. Zusammengefasst, für die Kommunikation von draußen verwenden wir Proxies, um die Ablenkung zu minimieren. Und für die Kommunikation nach draußen ist das immer direkt, um Effizienz beizubehalten. Das Projekt hatte eine sehr hohe Geschwindigkeit. Wir hatten als Team schnell gearbeitet, aber was drumherum war, hat auch sich immer sehr schnell geändert. Und wir hatten dabei drei Prinzipien angewendet, um mit dieser Geschwindigkeit umzugehen. Das erste Prinzip war, probieren anstatt von philosophieren. Wenn etwas unklar war, hatten wir immer die Ideen ausprobiert, danach daraus gelernt. Ein Beispiel, was ich nennen kann, ist die Verwendung von der Google-Bibliothek. Als wir losgelegt haben mit der Implementierung, war die Bibliothek von Google noch nicht final und die Dokumentation von Google wurde auch stetig verbessert. Das heißt, wir hatten parallel mit Google gearbeitet. Und anstatt von lang zu diskutieren, wie es sein könnte, hatten wir immer die Zwischenversionen von Google gezogen, programmatisch ausprobiert und dabei das Verhalten besser verstanden. Und das hat uns sehr viel Zeit gespart. Wir hatten auch dabei das Team strukturiert vergrößert.
Wir wollen nicht am Anfang gleich 14 entwickeln, sondern wir sind mit der Zeit gewachsen. Und was bedeutet dann strukturiert? Mit strukturiert meine ich zum Beispiel, wir haben die Zeit genommen, um zu dokumentieren, was wichtig war zu wissen für einen neuen Entwickler. Und viele von uns im Team waren schon am Tag 1 produktiv mit dem Code, dank dieser Struktur. Was auch immens wichtig war, war die Kommunikationskultur innerhalb des Teams, weil damit können wir das Wissen so schnell wie möglich unter uns teilen und auch die Unklarheiten mit geringer Wartezeit klären. Und es gibt drei wichtige Komponenten bei der Kommunikation innerhalb unseres Teams. Das war direkt, das war zeitnah und das war auch ehrlich. Jetzt gehe ich auf die konstruktive Fehlerkultur ein. Und die Fehlerkultur im Team hat auch sehr viel zu tun gehabt mit der Kommunikationskultur. Die Fehlerkultur ist wichtig, weil wie wir mit Fehlern umgehen, hat eine große Auswirkung auf die Effizienz vom Team und noch wichtiger, die Stimmung im Team. Das ist immer eine schöne Sache, wenn wir als Team Spaß haben bei der Arbeit. Ich habe hier eine Liste von was wir gemacht hatten und was wir explizit nicht gemacht hatten. Wir hatten immer die Fehler bei uns anerkannt, weil wenn zum Beispiel, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, dann gibt er auch das zu. Und wenn die Lösung ist, wenn die Lösung da ist, wird das kommuniziert und wir hatten die Verantwortung geteilt. Was bedeutet das? Wenn jemand einen Fehler entdeckt hat, dann helfen wir den Entwickler aus Team. Der Grund davor ist, dass in so einer Situation ist es unheimlich belastend, wenn jemand alleine ein schweres Problem lösen muss. Wir haben dann aus Team immer gemeinsam aus dem Fehler gelernt. Was wir explizit nicht gemacht hatten, wir hatten keinen Fehler verheimlicht und wir hatten auch Fehler bei anderen nicht belächelt. Das war schon ein Einblick in unsere Erfahrung aus dem Android-Entwicklungsteam bis Version 1.0.1. Jetzt übergebe ich das an Luca weiter. Danke dir, Hitat. Ich stecke auch noch immer sehr gern an die Zeit zurück und es fühlt sich verrückt an, dass das erst ein paar Monate her ist. Zwei Ereignisse, die mir da ziemlich im Gedächtnis geblieben sind, war einmal, als wir Open Source gegangen sind und da als Team, ich glaube, da waren wir so 6-7 Leute, zusammensaßen und ich weiß noch, was für einen Respekt wir hatten, dass auf einmal die ganze Welt unser Coding sehen kann. Im Endeffekt war es nur halb so schlimm, aber das war trotzdem ein sehr schönes Erlebnis. Und am Anfang habe ich das UI implementiert, das ist, wofür ich ein ganz gutes Auge habe. Viel mit einem Kollegen da zusammengearbeitet und als unsere UX-Designerin dann die Grafiken für den Google Play Store erstellt hat und die Mockups durch unsere Screenshots ersetzt hat, hat sie gesagt, when I exchange the Mockups with the Screenshots, there was no difference, it's absolutely pixel perfect. Und ich habe schon überlegt, ob ich mir irgendwie ausdruck und ausschreibe, so ein Kompliment von einem Designer zu kriegen, das war schon was sehr, sehr Cooles. Aber genug mit dem, was war. Ich will mich jetzt ein bisschen darauf fokussieren, wie sich das Ganze verändert hat, was wir an Prozessen optimiert haben. Und da habe ich jetzt 5 Prozesse rausgesucht, die ich beispielhaft erklären werde. Und am Ende werde ich noch ein paar andere anreißen und auf die Lessons Learned drauf eingehen. Als erstes hat sich bei uns die Methodik geändert. Bevor ich da reingehe, wir sind noch immer circa 13 Leute. Es hat sich einiges am Setup geändert. Hitat war raus. Ich habe zuerst mit anderen Kollegen die Lücke, die er hinterlassen hat, gefüllt. Dann bin ich dann nach und nach mehr alleine reingewachsen. Habe auch noch die Rolle des Scrum Masters übernommen. Und wir haben auch noch einen Co-Lead ernannt, Tech-Lead ernannt, der mit die Architekturentscheidungen trifft. Und auch wenn wir noch immer ein großes Team sind, versuchen wir uns in agilen Subteams zu organisieren, sodass wir immer sehr flexibel shiften können, wo gerade die Prioritäten liegen. Und anfangs waren wir noch im Kanban-Modus. Mittlerweile sind wir in einem Scrum-Modus. Unsere Sprints gehen 2 Wochen, von Mittwoch bis Mittwoch. Und manche Kollegen haben mittlerweile fast nur noch diese Meetings, nur noch unsere Scrum-Meetings,
was ich nicht für möglich gehalten hätte. Und da werde ich, jetzt mal einsteigen. Wir haben natürlich ein paar Meetings, die jede Woche erscheinen. Wir haben einmal ganz klar unser Daily. Da sind nur wir aus dem Android-Team drin und noch unser PO. Das Meeting moderiere ich, mache unser Jira-Board auf und dann gehen wir alle Tasks rüber. Am Anfang hatten wir wie ein klassisches Daily in Person immer eine Runde gemacht. Jeder durfte was sagen, aber so mit dem Jira-Board ist es wesentlich strukturierter und klappt auch ziemlich gut. Eine Sache, ein Meeting, was ich jetzt hier nicht drauf habe, ist der Kaffeeklatsch, den wir jetzt seit ein, zwei Monaten haben. Das sind nochmal so 15, 30 Minuten, wo jeder, der Lust hat, einfach nach dem Daily drin bleiben kann. Und dann wird halt mal auch über private Themen geredet, was man halt sonst in der Kaffeeecke machen würde. Und bin ich ein großer Fan von, kann ich nur empfehlen. Dann haben wir noch dreimal die Woche unseren DevSync. Da kommen die Leads der einzelnen Streams zusammen. Mein Counterpart aus dem iOS-Team, Quality, Pipeline, User Assistance, PO, PM, Backend. Und das ist quasi, hat auch nochmal einen Daily-Charakter, geht 20 bis 25 Minuten. Und da tauschen wir uns dann auch nochmal aus, klären, gibt es irgendwelche Blocker. Und mittlerweile ist es auch nur noch dreimal die Woche. Früher war bei allem die Frequenz ein bisschen höher. Wir hatten sogar vier Dailies. Mittlerweile kommen wir aber auch damit hin. Und dann fangen die ganzen schönen Scrum-Meetings an. Wir haben da in der ersten Woche mittwochs unser Refinement 1. Da kommen auch wieder die ganzen Streams zusammen, auch Testing von der TSI, aber auch POs, UX, die sind alle da. Und da wird zum ersten Mal von einem unserer beiden POs, werden da die Anforderungen vorgestellt für den nächsten Sprint. Das heißt, da gibt es einfach mal einen groben Überblick. Jeder kann Fragen stellen, die Fragen werden versucht direkt zu beantworten. Falls das nicht möglich ist, werden die dokumentiert in unseren Jira-Tickets. Und danach haben unsere, meistens sind es die POs, Architekten und Designer, Zeit bis zum Montag, um die Fragen zu beantworten. Und am Montag haben wir dann ein kurzes Refinement 2 Meeting. Das geht so 15 bis 30 Minuten, selbe Runde wieder vor. Und da werden dann alle Änderungen nochmal erwähnt, die seit dem letzten Mittwoch passiert sind. Aber es wird halt eben auch auf die Fragen, die gestellt wurden, eingegangen, was die Lösungen jetzt dazu sind und wie wir damit umgehen. Danach kommt zur Team Estimation. Das war vorher ein Event, ein Meeting zusammen mit dem iOS-Team. Da waren wir dann ziemlich nochmal dieselbe Größe wie wir. Da waren fast 30 Leute drin. Und das haben wir gemerkt, ist nicht so angenehm für die Schätzung. Und deswegen haben wir das mittlerweile getrennt. Und während dieses Meetings steht unser Product Owner und unser Architekt auf Abruf bereit. Das heißt, wir können ihn in den Call mit reinziehen oder wir können den kurz schreiben. Und wie sich das kaum gehört, mittlerweile sind wir auch bei Storypoints. Anfangs noch in der Übergangsphase waren wir bei Person Days. Danach kommt dann nochmal ein Estimation Meeting. Das war unser eigentliches Estimation Meeting, aber ja, es hat halt nicht ganz so gepasst und deswegen machen wir das jetzt im Team, definieren da schon die Unteraufgaben, die wir haben und danach müssen nur noch die Stream-Leads oder die Dev-Leads in das große Estimation-Meeting mit rein und jeder Entwickler kann gerne mit reinkommen, aber keiner muss. Und dann kommt der Mittwoch, wie man sich sicher denken kann, der Lieblingstag, vor allem von jedem Entwickler. Meetings über Meetings. Es fängt an mit unserem Sprint Review. Das ist auch eigentlich ähnliche Runde wie das Refinement. Das ist wirklich das Meeting, wo alle da sind. Auch unser Kunde, auch vom Vertreter vom RKI sind dort anwesend. Da gibt es dann immer eine Demo von iOS und von Android. Wir achten strikt darauf, dass wir uns immer abwechseln, wer anfangen darf. Und da gibt es dann auch wieder Feedback, was wir versuchen noch an dem Tag mit einzubauen. Oder und einen kleinen Ausblick meistens noch, was überhaupt anfällt für den nächsten Sprint, wie so die groben Milestones sind. Danach geht es wieder in die teamspezifische Retrospektive. Die moderiere ich und hier ist auch so ein bisschen, was Hietert vorhin erwähnt hat, er war Teil des Teams, so sehe ich mich auch.
ist ein bisschen im Konflikt mit der Rolle als Scrum Master, wenn ich da die Retrospektive moderiere, und ich versuche mich da jetzt immer mehr zurückzunehmen und das als neutrale Person, als neutraler Betrachter zu moderieren. Da habe ich übrigens noch im Anhang zwei Links reingepackt, wo sehr, sehr coole Übungen drin sind. Was ich auch empfehlen kann, mal eigene Übungen auszuprobieren, die halt einfach der Situation angemessen sind. So haben wir zum Beispiel an alle im Weihnachtsurlaub, sind dann zurückgekommen, und dann war es so ein bisschen mein Ziel, alle nochmal jetzt zu schärfen, was jetzt als nächstes ansteht, wo die Richtung ist. Und da haben wir zum Beispiel einen Zeitungsartikel geschrieben, wie es in 6 Monaten aussehen wird. Nachdem wir dann die Retrospektive hatten, gehen wir ins Closing Sprint Event. Da ist wieder, hauptsächlich sind wir aus dem Android-Team da, schauen, welche Stories sind noch offen, welche müssen mit rübergenommen werden. Und dann kommt das Planning, ähnliche Gruppe wieder wie im Refinement. Und da schauen wir dann, passt das alles so, wie wir es uns vorgestellt haben? Was muss raus? Wie wird priorisiert? Was können wir da noch rumschieben? Und mit diesem Wechsel von Kanban zu Scrum haben wir auch unser Projektmanagement-Tooling geändert. Ganz am Anfang waren wir auf GitHub in einem privaten Repository. Auf GitHub gibt es jetzt mittlerweile auch seit, glaube ich, Jahren Projekte, die man machen kann, kleine Kanban-Boards. Und die waren ziemlich ausreichend dafür, denn am Anfang, so wie Heath das schon beschrieben hat, war jedes Team sehr auf sich fokussiert, was, glaube ich, auch sehr, sehr hilfreich war. Und jetzt erst nach und nach wurde alles verwobener und die Teams interagieren viel, viel mehr miteinander. Und zu der Zeit hatten wir als Android-Team auch einfach unser Repo mit unserem Project-Board und haben da halt selbst unsere Tickets reingemacht, woran wir jetzt arbeiten. Und es war halt einfach alles in einem Ort. Entwickler arbeiten gerne auf GitHub. Es hat Spaß gemacht. Und danach kam halt wieder Jira. Ich glaube, viele haben eine schwierige Beziehung zu Jira, ich auch, aber es ist halt einfach das Tool, das jeder kennt, womit jeder umgehen kann. Bei SAP ist es jedem bekannt. Wir haben alles zentral an einem Ort aus allen Teams. Wir haben unsere Release-Daten da ordentlich gepflegt. Jeder weiß, wo er die nachgucken kann. Wir haben gemeinsame Epics für Android und iOS. Die Stories werden mittlerweile getrennt. Da hat sich das iOS-Team sehr, sehr stark für eingesetzt. Und da bin ich auch sehr froh drum, denn auf Story-Ebene, die kommen quasi dann von POs, und wir aus der Entwicklung legen dann unsere Subtasks an und die gehören uns. Da können wir machen, was wir wollen. Und das war davor halt immer ein bisschen durcheinander, wenn wir eine Story für Android und iOS hatten. Und was man hier auch erwähnen muss, wir haben 2 POs. Der eine PO befüllt Jira, nimmt die ganzen Anforderungen auf, dreht da mehrere Runden, bereitet da alles schön auf. Und unser anderer PO kümmert sich darum, dass unser Jira in einem Top-Zustand ist, kümmert sich da, rennt uns da manchmal hinterher, falls wir da mal was vergessen zu pflegen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sage, aber ich bin ziemlich happy mit Jira, wie wir das gerade einsetzen. Das ist, da gibt es gerade nicht mehr viel rumzumeckern. Bei einem anderen Thema, bei der Architektur, sind wir zu GitHub hingegangen. Das war am Anfang. Eine Word-Datei war unser Architekturdokument. Da wurde halt einfach angefangen. Man kann das leicht teilen, jeder kann da was reinschreiben, jeder kann es kommentieren, es liegt auf SharePoint, passt einfach. Aber das wird halt ziemlich schnell unübersichtlich. Version History ist, streitbar. Und dann fing da drin Color Coding an und kein Entwickler hat da mehr gerne reingeschaut. Und so sind wir dann zu GitHub gewechselt. Da haben wir mittlerweile auch ein privates Repository. Da liegt in Markdown unsere Tech-Spec drin. Unser Architekt erstellt da Pull-Requests, was sehr angenehm ist, weil dadurch beiden Teams die Möglichkeit geboten wird, die Pull-Requests schon zu reviewen, zu kommentieren und da direkt schon auch auf Android, iOS-spezifische Themen einzugehen. Und es ist halt ein zentraler Anlaufpunkt. Man kann nachverfolgen, was wurde geändert, was davor nicht gegeben wurde. Was aber auch zur Architektur gehört und auch mittlerweile auf GitHub liegt, ist das von unserem Architekten das sogenannte CWA-CLI, unser Corona Warn-App CLI-Tool, womit wir QR-Codes generieren können zum Testen, wo ein Mock-Server enthalten ist. Und wenn wir noch irgendwelche anderen Ideen haben, baut der das immer ziemlich schnell für uns, was uns das Leben sehr, sehr viel einfacher macht. Ist in Node.js geschrieben, und hätten wir das am Anfang gehabt, wäre cool gewesen.
Und wo wir schon bei GitHub sind, unser Branch Setup war auch ein großer Punkt. Ich muss gestehen, ich bin bekannt geworden. Ich kannte nur dieses klassische linke Bild hier. Das ist vom Vincent Driessen, A Successful Git Branching Modell aus 2010. Man hat seinen klassischen Development Branch, man hat seine Feature Branches nebendran, Release Branches, ein Hotfix Branch und damals, wie es noch hieß, ein Master Branch. Hat auch ganz gut geklappt bis zum 1.0er Release. Nur waren wir dann ab und zu in der Situation, wo wir mehrere Releases gleichzeitig bearbeiten mussten. Und dann wurde das mit dem einen Development Branch recht unangenehm. Und deswegen sind wir hier auf dieses Modell. Die Grafik habe ich mal erstellt, ist jetzt kein Meisterwerk, aber sie verdeutlicht ganz schön, wie wir mittlerweile damit umgehen. Für jede meiner Version erstellen wir einen neuen Branch. Also in dem Fall ist schon ein bisschen zurück, wie man hier sieht, release/1.3.x. Und auf diesem Branch bleiben wir dann. Auch wenn es einen Hotfix gibt, wird er hier gemacht. Es werden immer Tags gezogen und der Branch wird dann immer durchgereicht, wenn es da irgendwelche Änderungen gibt. Da auch großes Dank an den Kollegen, der sich da immer drum kümmert. Und pro Release werden dann Tags angelegt. Und durch die Tags wird dann unsere CircleCI-Pipeline getriggert. Und da kommt dann unsere APK am Ende raus. Und mittlerweile werden da auch noch Screenshots generiert. Die können Sie sich auf coronawarn.app/screenshots anschauen. Kriegt man einen ganz guten Überblick, wie groß die App mittlerweile ist. Wir nutzen die aber auch intern, um abzugleichen, ist das, was entwickelt wurde, wirklich das, was gerade in den Mockups drin ist. Und die sind natürlich auch für den Play Store bzw. für den App Store relevant. Und es hat ein bisschen Gewöhnungszeit gebraucht, weil davor unser Default Branch war der Dash Branch. Jeder konnte einen Pull Request aufmachen und dann hat es gepasst. Jetzt muss man immer kurz mal in das Ticket reingucken, was denn der richtige Branch ist. Aber dank unserem PO, der sich da sehr drum kümmert, ist es immer alles gut gepflegt und es ist relativ leicht. Und ich würde mal sagen, einer von 100 Pull Requests wird gegen den falschen Branch aufgemacht, aber das ist verschmerzbar und dafür sind wir viel flexibler und wir haben viel weniger Kopfschmerzen, falls wir mal einen Hotfix rausbringen müssen, während wir schon an der nächsten Version und an der übernächsten Version arbeiten. Neben dem Branch Setup hat sich auch unser Design Tool verändert und wieder nicht nur das Tool an sich, sondern auch, wie damit gearbeitet wird. Das heißt, in Sketch, was nur auf macOS verfügbar ist, hatten unsere Designer ein Plugin, was uns immer die aktuellen Mockups exportiert hat. Das waren dann irgendwelche HTML-Dateien, die wir uns dann von SharePoint runterladen mussten, da reingucken mussten. Dann gab es nochmal einen extra Folder für Assets. Die Texte waren in Jira gepflegt und nicht in Sketch. Und es war halt einfach nicht immer up-to-date. Wir haben das sehr gut ausgeglichen, dadurch, dass wir jeden Tag einen UX-Sync hatten und dass wir zwischendrin halt noch uns sehr viel ausgetauscht haben. Genauso wie Sitat vorhin erklärt hat. Und damit war es ganz gut, aber wir waren nicht ganz alle zufrieden mit dem, wie es ist. Und dann sind wir auf Figma umgeschrieben. Das ist ein WebAssembly Wir sind auf Figma umgestiegen, es ist in WebAssembly geschrieben, plattformunabhängig, es funktioniert im Browser und jeder im Projekt hat darauf Leserechte. Das heißt, es wird einfach ein Link-In-Ticket gepackt, man kann reingehen und sieht, wie der Stand der Dinge ist. Hat den Vorteil, es ist immer up-to-date, ist der Nachteil, es ist immer up-to-date, es gibt keinen richtigen Freeze. Das heißt, auch hier muss noch immer sehr aktiv kommuniziert werden, wenn es irgendwo Änderungen gab. Aber es ist relativ einfach zu benutzen. Entwickler können den ganzen Space quasi selbst erkunden, sehen die Abläufe können Assets selber exportieren. Bin noch nicht, ich glaube, der geht noch ein bisschen mehr, da können wir noch ein bisschen mehr rausholen, aber es ist schon mal ziemlich gut. Das waren jetzt so mal meine Lieblingsprozesse, meine Lieblingsoptimierung, die wir betrieben haben. Aber es gibt auch ein paar, die man nicht und einen Tisch fallen lassen darf. Einmal der Translation-Prozess. Am Anfang, wie ich gerade erwähnt habe, waren die Texte immer in Jira, wurden dann in einem PR eingebaut und nachdem sie dann auf dem Development-Branch waren, wurden sie einmal
oder mehrmals täglich in ein System hochgeladen, wo dann unsere User Assistant die überprüft hat und korrigiert hat, falls es da Fehler gab. Dann wurden sie in ein System überführt, wo sie dann ins Englische übersetzt wurden und von Englisch dann in alle anderen Sprachen. Und dann kamen sie in Form von einem Pull-Request zurück. Es läuft auch fast noch genauso ab, aber mittlerweile ist unsere User Assistant in GitHub aktiv, was es für uns aus Development-Sicht sehr angenehm macht. Denn wenn es einen Textbug gibt, stellt sie einfach einen Pull-Request, macht das alles über das Web-UI, vollkommen ausreichend dafür, um Strings zu ändern. Und wenn wir irgendwo Strings anpassen oder hinzufügen, approved sie das Ganze auch. Und somit können wir uns diesen ersten Schritt sparen, den wir am Anfang hatten. Und dann, was sich auch stark geändert hat, das, was ich meinte, am Anfang haben alle sehr auf sich geguckt, sehr aufs eigene Team. Die Zusammenarbeit zwischen den Teams, zum Beispiel mit den Quality-Kollegen, gibt es ja mittlerweile company-übergreifenden Slack-Channel, wo wir uns sehr eng austauschen. Wir haben unseren Tester-Developer-Sync, wo einfach schon mal abgeklärt wird, wo sollte man ein Auge drauf werfen, was sollte man sehr gut testen oder wie ist es überhaupt zu testen. Aber genau dasselbe auch mit dem Backend-Team, da ist die Kommunikation mittlerweile viel enger. Und natürlich gibt es auch den klassischen ewigen Streit zwischen iOS und Android. War bei uns nicht so. Aber mittlerweile ist da die Zusammenarbeit sehr eng. Ich glaube, der eine Kollege ist sogar gerade hier. Macht sehr viel Spaß mit den Kollegen. Wir schauen auch mal links und rechts. Schauen mal, wie haben die was implementiert? Können wir das auch so machen? Gibt es denselben Bug auf beiden Plattformen? Das war am Anfang ein bisschen anders da. Aber mittlerweile macht es, es war nicht schlecht am Anfang, aber mittlerweile macht es richtig Spaß. Und da haben wir natürlich noch die Community. Community ist bei uns immer, muss man ein bisschen aufpassen, einerseits diese ganze externe Welt, also einmal GitHub, Play Store, Hotline, was passiert auf Twitter. Und dann haben wir noch unser Community-Team, was sich um diese ganze Kommunikation kümmert. Und mittlerweile haben wir so, hat die Community rausgefunden, wo wir einen Pull-Request schnell mit reinnehmen können oder aber auch, wann es ein bisschen zu viel ist, wann das ein ganzes Feature ist, was wir erst mit Stakeholdern abklären müssen. Und eine Sache, die mich da sehr gefreut hat, war ein Eintrag zur Wishlist an Ostern. Da gab es ein kleines GitHub-Issue, Nummer 436 in der Wishlist, wo uns die Community, also Leute, die nichts mit uns zu tun haben, schöne Ostern gewünscht haben, das alle unterschrieben haben. Und ja, das war echt schön, die Grüße dazu bekommen. Und das war's schon mit den Prozessen an sich. Jetzt nochmal ein paar Lessons learned, die ich persönlich für mich aus dem Ganzen rausgezogen habe. Und die erste ist, das Lehrbuch hilft manchmal nicht weiter. Ja, SAP bevorzugt im Scrum-Setup 5er-Teams. Wir würden gerne alles langfristig planen und dann einfach nur noch umsetzen können und uns nicht mit ändernden Gegebenheiten auseinandersetzen. Aber es ist, wie es ist. Und damit müssen wir alle leben. Und ich glaube, es bringt manchmal nichts, einfach stur zu sagen, so ist es irgendwo niedergeschrieben und das müssen wir jetzt so machen. Man muss ein bisschen flexibel sein und das anpassen. Was auch in die Richtung geht, ständig den Status quo hinterfragen. Nur weil wir eine Entscheidung vor 3 Monaten unter irgendwelchen Umständen getroffen haben, heißt die nicht, dass die heute noch genauso valide ist. Das ist ein großer Punkt bei uns. Wie können wir immer noch besser werden? Man hat es jetzt gerade schon, glaube ich, ganz gutes Gefühl bekommen. Wir geben uns nicht mit dem Status quo zufrieden, wie wir zusammenarbeiten, wie wir arbeiten, sondern wir hinterfragen das und ändern das. Und das ist, finde ich, ein sehr, sehr großer Punkt. Und wirklich ein gutes Mittel, um da überhaupt hinzukommen, sind einfach Retrospektiven. Viele der Veränderungen, die ich angesprochen habe, sind in Retrospektiven entstanden. Das Branch Setup, dass wir die Architektur mittlerweile auf GitHub ist. Gab noch viele, viele andere kleine Dinge. Aber das war, deswegen Retrospektiven kann ich nur wärmsten empfehlen, wirklich immer machen.
Der nächste Punkt, was auch schon bei HITAD sehr stark durchgekommen ist, transparente Kommunikation. Natürlich ist auch bei uns im Projekt nicht alles, ja, alles perfekt abgelaufen. Meistens, wenn es Probleme gab, lag es daran, dass etwas nicht frühzeitig oder transparent kommuniziert wurde, dass nur kleine Gruppen Bescheid wussten, aber nicht alle. Ist nur ganz selten passiert, wenn war das meistens echt der Grund, warum es Probleme gab. Obwohl sowas vorgekommen ist, finde ich trotzdem die Kommunikation bei uns sehr, sehr angenehm. Wenn es Probleme gibt auf Projektebene, werden die angesprochen, dann wird das gesagt. Und dann ja, ist der eine vielleicht mal ein bisschen eingeschnappt, aber danach wird direkt versucht, konstruktiv an der Lösung zu arbeiten, sodass es für alle wieder klappt und wie wir alle besser damit umgehen können. Dann ein Punkt, den ich hier nicht gedacht hätte, dass ich hier nennen werde, aber ich muss echt sagen, unser Branching-Setup am Anfang hat mir viele Kopfschmerzen bereitet mit den Hotfixes. Es war echt, ja, war unangenehm. Ich kann es nur empfehlen, hinterfragt das aktuelle Branching-Setup. Schaut mal, ob ihr das nicht anpassen könnt. Bei uns hat das Wunder gewirkt und hier auch nochmal, wie gerade eben schon mal der eine Kollege, der das immer alles schön durchzieht. Vielen, vielen Dank. Und dann last but not least, Team, Team, Team. Wir haben einmal unser Android-Team, wir haben einmal unser SAP-Team und einmal das Overall-Projekt-Team. Und das macht einfach viel aus. Wenn die Projektstimmung gut ist, wenn die Teamstimmung einfach passt, das kann für so vieles entschädigen. Ich werde nie die Zeit vergessen, vor allem echt mit dem Open, als wir Open Source gegangen sind. Und ja, ich kann es nicht groß genug, nicht oft genug sagen, das Team ist einfach das Wichtigste. Ich bin sehr, sehr stolz drauf, in dem Team oder in den verschiedenen Teamkonstellationen, wie es jetzt ist, gearbeitet zu haben mit vielen tollen Kollegen. Und das ist quasi auch mein Schlusswort. Teamwork makes the dream work. So. Das war's mit dem inhaltlichen Teil. Wir sind sogar ganz gut in der Zeit. Wir haben jetzt noch Zeit für ein Q&A, für Fragen. Ich würde vorschlagen, einfach, wie wir vorhin gesehen haben, den Emoji zum Handheben nutzen. Und dann würden wir aufrufen. Genau, erstmal vielen Dank für den Vortrag. Das war sehr interessant, das zu sehen und wie Sie die ganzen Insights präsentiert haben, wie man an so ein großes Projekt herangeht. Und ich kann das soweit nachvollziehen. Ein bisschen mulmig wäre mir auch, wenn ich mal coden würde und dann würden es Millionen von Personen kritisch einfach mal anschauen und dann die Codequalität und so weiter alles betrachten können. Also ich kann es genauer nachvollziehen. Wir haben schon einige an Fragen. Also vorher hatte ich schon im Chat gefragt, dass die Teilnehmer einfach mal die Fragen stellen würden. Da sind sehr interessante schon dabei. Und da würde ich sagen, da beginnen wir schon mal direkt. Da gibt es eine Frage zum Auslöser von Kanban auf Scrum-Wechsel. Und warum haben Sie das gemacht? Und hat sich das Ganze mit Kanban in der Einführungsphase bewährt? Ja oder nein? Da gab es bestimmt, also vielleicht sind das Insights, aber vielleicht können Sie dazu was sagen. Ich kann vielleicht anfangen mit der zweiten Frage. Warum oder hat sich Kanban vor die Einführungsphase bewährt? Ich würde sagen ja, weil in einem klassischen Scrum-Modus weiß man ja, wie lange ein Scrum-Sprint ist und was genau in diesem Sprint passieren muss. Aber bei uns hatten wir sehr viele Anforderungen und die waren auch sehr dynamisch. Daher, wenn wir sagen würden, okay, wir wissen genau, was wir in 2 Wochen machen und das genau einplanen, das wäre dann unmöglich für uns. Deswegen vor die Anfangsphase war gerade Kanban genau richtig. Ich muss auch sagen, wir sind auch gerade, es gab schon den einen oder anderen Gedanken, ob wir nicht doch wieder zu Kanban zurückgehen. Wir haben Deadlines und damit passt das nicht ganz so gut. Und vor allem, wir haben auch immer das Ziel, dass wir die Feature-Gleichheit auf Android und iOS halten. Und wir haben die Befürchtung, wenn wir da wieder in Kanban gehen, dass das auseinanderlaufen könnte. Und deswegen werden wir auch weiterhin in Scrum bleiben. Und ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. Ich glaube, wir hätten auch mit Kanban unsere kleinen Problemchen hier und da.
Ja gut, Sie waren ja auf GitHub, sind dann in der Architektur immer noch auf GitHub geblieben. Da hätte ich direkt eine Frage dazu. Projektmanagement, sind Sie von GitHub weggegangen? Architekturtechnisch sind Sie auf GitHub reingekommen. Warum belässt man nicht alles dann auf GitHub, weil es ein einheitliches und dann kann ich das in meinen Scrums, in den Sprints verwenden und so weiter? Was war die Lösung, also eigentlich einmal wegzugehen und einmal mit der Architektur wieder zurückzukommen? Die ganzen Prozesse, die ich genannt habe, hat sich jetzt alles so angehört, als ob das hintereinander und auf einen Stichtag passiert ist. Okay. So war es aber nicht. Das ist alles nach und nach passiert. Also es war nicht so, dass wir nach dem 1.0er-Release gesagt haben, hey, wir müssen jetzt alles ändern, sondern es war halt ein organischer Prozess und einen der ersten Wünsche war halt, Projektmanagement wollte ein Dashboard haben, wollte Report sehen, wie läuft wo was ab, wo hängt es gerade. Deswegen war Jira eins der ersten Sachen. Der Weg zu dem zu GitHub für die Architektur kam erst später, weil halt jeder gesagt hat, mit der Word-Datei kann das weitergehen. Ja, okay, das kann ich schon nachvollziehen. Das ist schon okay. Okay, nächste Frage wäre, wie wird es mit Nutzerfeedback umgegangen insgesamt? Es sind jetzt schon sehr viele Nutzer dabei. Erhalten Sie es überhaupt? Ja. Das kriegen wir mit. Das läuft durch unser Community-Team. Also das sind so die Punkte, wir haben verschiedene Eintrittspunkte quasi, woher wir das kriegen. Einmal natürlich die Bewertung im Play Store und im App Store. Da wird sehr aktiv drauf geschaut. Dann unsere Wishlist. Also auch, falls Sie hier irgendwelche Wünsche haben, gerne ein Issue aufmachen. Vielleicht finden sich da genug Mitstreiter. Dann haben wir noch die Hotline, wo natürlich auch Sachen mit reinkommen. Und wir schauen natürlich auch, wie ist die Stimmung in Social Media, was wird da gerade berichtet. Und dann wird es priorisiert, wird an die Stakeholder vorgetragen und dann gucken wir, was wir davon umsetzen können. Okay, bei Benutzer-Support-Anfragen habe ich soweit da verstanden, wie es funktioniert. Da wäre ich schon bei der nächsten Frage. Wenn man jetzt über die App fast keine Metriken erfassen darf, wie funktioniert das dann technisch mit der App letztendlich? Also kriegt man da von den Benutzern was mit oder ist das Blackbox für Sie? Es war lange Blackbox. Ich glaube, mit dem Update auf 1.15, wenn Sie alle die App nutzen, gab es ein neues Feature. Ich komme immer bei unseren Namen durcheinander, weil wir alles, es hat alles immer mehrere Namen. Ich glaube, Privacy Preserving Analytics heißt. Da wird sehr grob einfach nur erfasst, wie lange dauert es, bis ein Testresultat da liegt, wie lange dauert es, oder wie viele Leute haben ein High Risk, wo ist das passiert? Und da gibt es dann auch eine Umfrage, die Leute beantworten können. Aber das ist auch noch recht jung. Am Anfang war das für uns eine komplette Blackbox. Es gibt zweimal die gleiche Frage, wie ich sehe. Wie kann man sich die Zusammenarbeit mit Google vorstellen? Das wäre meine nächste Frage, wurde aber gerade nochmal in den Chat reingepostet. Wie das willst du? Achso, die Frage mit Google. Genau. Wir hatten schon von Anfang an eine sehr gute Support von Google bekommen. Wir hatten einen konkreten Ansprechpartner gehabt und der hat uns sehr zeitnah die Antworten gegeben. Zum Beispiel, wenn wir eine Mail schicken, dann kommt das vielleicht in 2 Minuten schon die Antwort. Das war unheimlich schnell. Und es gibt keine Zusammenarbeit konkret mit direkten Hardware-Herstellern, aber Google und Apple, die probieren die Hardware selber aus, um die Bluetooth-Signalstärke zu bemessen, damit die wissen genau, okay, wenn das eine Samsung S8 ist mit einem iPhone ist, dann ist der Signalstärke so und so, dann sind die Handys so weit auseinander. Das heißt, die Zusammenarbeit mit Hardware-Herstellern war zwischen Google und Apple mit dem Herstellern und nicht zwischen SAP und der Herstellern. Okay, lief das mit dem iOS-Team anders? Also aus meiner Erfahrung ist es so, wenn man eine App reinstellt bei Google oder bei iOS, bei dem Store, ist es so, beim iOS wird die App noch von Menschen tatsächlich überprüft und da wollen sie ganz genau wissen, was da passiert und bei Google wird das ziemlich schnell quasi durchgewunken und dann ist die App sofort im Store. Haben Sie da auch die gleiche Erfahrung gemacht? Unsere App wird von Menschen überprüft, da bin ich, das weiß ich. Ja. Aber wir haben auch da
priorisierten, nenne ich mal Support, die schauen, dass sie unsere Reviews, unsere neuen Versionen sich schnell anschauen. Und wir hatten auch unser Ansprechpartner stand es nicht nur per E-Mail bereit, sondern wir hatten da auch einen wöchentlichen Austausch und wenn es dann halt mal sehr akut war, auch einen ja, außerordentlichen Austausch, wo wir dann über aktuelle Themen gesprochen haben. Sehr interessante Frage, die ich hier auch stellen wollte. Und zwar habe ich einen Vortrag von Dorothy Bär mitbekommen. Die hat gesagt, im April gibt es ein Update zur Clustererkennung, zu Ergebnissen von Schnelltests in der App und zu dem Impfnachweisen. Auch in der App soll das auch möglich sein. Da gibt es jetzt gerade auch eine Frage, gibt es die Möglichkeit, dass man die Geimpfte sieht durch die App oder wird das insgesamt dann letztendlich durch die Kontakte ausgetauscht oder wird das so schnell nicht kommen? Über so Zukunftssachen kann ich leider nichts sagen. Was ich sagen kann zum ersten Thema, zur Clustererkennung, bei uns intern Eventregistrierung genannt, da sind wir gerade in den finalen Zügen und wenn uns da jetzt nichts mehr komplett abhanden kommt, wird man die demnächst sehen und wird dann auch damit, ja, wird die dann auch benutzen können. Okay, das heißt, was die Frau Bär vorgestellt hat, letztendlich, dass man die Ergebnisse des Schnelltests quasi einspeisen lassen könnte und so weiter, ist wohl noch Zukunftsmusik, wenn ich das richtig verstanden habe. Sie haben gerade drei Themen gesagt. Clustererkennung, genau. Das habe ich gerade gesagt. Dann Schnelltest. Kann man auch gerade in unser Repository reingucken. Ist kein Geheimnis. Da fällt das Wort Rapid Antigen ein, zwei Mal in den PR-Titeln. Und zum dritten kann ich noch nichts sagen. Okay, den, gut. Dann lasse ich das Thema. Ich habe schon verstanden. Ist schon okay. Wir setzen Featurescope der App. PR? Nee, das ist, glaube ich, Technik, beziehungsweise der Auftraggeber, die Bundesregierung, oder? Hätte ich jetzt mal gesagt. Also gibt es jetzt gerade die letzte Frage, aber ich hätte mal gesagt, dass der Auftraggeber sagt halt, was als nächstes gemacht werden sollte und sie probieren das einfach umzusetzen. Genau, also das ist sehr enge Zusammenarbeit. Also wir machen. Sorry. PR heißt Pull Request, sorry. Ja. also wenn jetzt hier irgendjemand aus der Runde einen Pull-Request stellen würde, wenn das jetzt wirklich ein kleiner Fix ist, dann ist das so ein bisschen eine Ermessenssache im Team, weil was fixen, da sind wir immer sehr offen dafür. Wenn das Ganze jetzt größere Ausmaße annimmt und was im UI verändert, break irgendwelche Business-Logik, die essentiell ist, anpasst, dann wird das genommen, wird in Jira-Ticket gepackt und dann gehen wir damit auch zum Kunden und dann wird entschieden, ob wir das so nehmen können, ob wir es komplett abweisen müssen, ob wir es anpassen. Und ja, also oft ist auch durch Pull-Requests aus der Community schon was angestoßen worden, was dann genauso reingekommen ist. Okay, alles klar. Da gibt es eine Frage zu den Builds. Hackenfels, mir ist nicht ganz klar, zu den Build-Artefakten, unabhängig davon, können Sie sich gerne auch selber kurz mal entmuten. Ja, mich würde es interessieren, wenn man jetzt so eine App hat, die bei Millionen von Leuten in der Hosentasche läuft, wie stellt man denn das sicher, dass man keine Open-Source-Komponenten einbaut, die irgendwelche Schwachstellen haben oder dass jemand sich sogar ins Build-System reinhackt und man es nicht merkt, ja. Wir haben zwei verschiedene Pipelines, einmal über CircleCI, da werden unsere Release-Kandidaten mitgebaut, die werden SAP intern getestet, die werden von TSI getestet und da haben wir noch ein Crowdtesting, eine kleine Gruppe, mit der getestet wird und dasselbe passiert dann auch nochmal mit dem Production-Build und in der internen Pipeline laufen auch viele Code-Scans ab, wie wir sie bei anderen Produkten bei SAP auch benutzen. Genau. Und für jede Version von der Bibliotheken, die wir verwenden, müssen wir das explizit bei SAP beantragen und die werden dann explizit freigegeben und oder durchgecheckt. Deswegen sieht man auch bei uns, mittlerweile ist es gewachsen, aber die Dependencies, die wir nutzen, versuchen wir so gering wie möglich zu halten. Das genau, um sowas so stark wie möglich einzugrenzen. Okay, das macht ja auch Sinn. Die Frage habe ich befürchtet, es hat jemand nach dem Datenschutz jetzt gefragt, Anforderungen der Länder an den Datenschutz in den Griff zu bekommen, das ist vermutlich mal gar nicht so einfach.
Wie schaffen Sie das überhaupt? Beziehungsweise, ich glaube, dass es ein extra Team nochmal neben dem Entwicklerteam oder gibt, was das überhaupt bearbeiten darf, hätte ich mal gesagt. Genau, also wir machen aus uns, aus Entwicklungssicht kommen, wir setzen da die Anforderungen um, die wir bekommen. Mhm. Und grundsätzlich kann man einfach sagen, wir machen alles so defensiv wie nur möglich. Es wird nirgends irgendwo etwas erfasst, irgendein Datum abgespeichert, was nicht sein muss. Und durch diese sehr defensive Haltung klappt es meines Erachtens bis jetzt sehr, sehr gut. Das macht auch am meisten Sinn an sich. Als Softwareentwickler muss ich mich A, nicht mit Datenschutz beschäftigen und B, darf ich bloß nicht irgendwo ein Mehrfachpaar erlauben, irgendetwas anzufassen, was letztendlich dann das komplette Projekt auch gefährden würde. Also das ist soweit eigentlich. Klar, ist die Luca-App eine Konkurrenz oder eine Ergänzung? Das ist nett. Da muss ich gerade leider sagen, ich bin komplett bei uns auf die Eventregistrierung fokussiert. Man mag es mir nicht verübeln, aber wenn ich Feierabend mache, gucke ich gerade nicht mehr so viel links und rechts. Ich versuche mich da auf unsere Entwicklung zu fokussieren. Ich glaube, ich will gerade nichts Falsches sagen. Ich glaube, da wird, wenn unsere Eventregistrierung rauskommt, wird es dazu auch ein Statement geben und dann kann man das nachlesen. Ich glaube, das kann man so stehen lassen. Letztendlich wollen wir... Entschuldigung, ja? Ich habe noch eine kurze Bemerkung zu dem Datenschutzfrage. Wir sind auch sehr stark mit dem BSI gearbeitet und es gibt so Architectural Reviews auf die App und wir hatten auch konkrete Anforderungen oder Nachfragen bekommen von der BSI bei der Implementierung. Zum Beispiel, ob das fehlt oder ob das noch kommt und so weiter. Und bei der ersten Phase hatten wir auch sehr stark mit dem Chaos Computer Group gearbeitet. Und die haben auch die App aus dem Datenschutz sich reviewed. Mhm. Okay. Gut, ich sehe jetzt keine neuen Fragen, die jetzt noch da wären. Ich würde jetzt mal alle Teilnehmer auch mal bitten. Ich habe jetzt einen Forms-Link reingepostet. Das ist die Rückmeldung zum Vortrag. Natürlich haben wir noch einen zweiten Vortrag gleich, aber auch letztendlich zum gesamten Event. Also sollten Sie ein paar Minuten früher als 20 Uhr Feierabend machen und diesen Link würden wir zum Spät posten, dann wäre es ein bisschen schade. Also geben Sie uns bitte Feedback, wie Sie den Vortrag fanden natürlich und letztendlich, wie so das Event insgesamt war. Ich sehe nochmal die Frage zum Unterschied zum iOS-Team oben. Genau, da hat schon der Kollege geantwortet, der Markus Scherer. Es läuft sehr identisch, wir haben kleine unterschiedliche Philosophien, aber 95% laufen wirklich genauso ab. Und wir sind auch immer in engem Austausch. Jetzt sehe ich, das ist die Antwort. Ich hätte das jetzt als Frage vorgelesen, weil ich nämlich nicht weiß, dass Herr Scherer bei Ihnen ein Kollege ist. Aber danke für das Beantworten schon. Und ja, wir haben 11 nach, also eine Minute leider schon überzogen. Aber vielen Dank für den sehr, sehr interessanten Vortrag und die Insights. Und natürlich viel Erfolg weiterhin. Ich glaube, das Thema aus der Sicht von einem Softwareentwickler ist es gar nicht so einfach. Und wie gesagt, also wirklich Respekt dafür, dass man sich A, das traut und B, tatsächlich, wenn so viele Leute da auf den Code schauen, ist gar nicht so einfach, kann ich mir schon sehr vorstellen. Also, ich kann nicht ganz nachvollziehen, wenn Sie sagen, wenn ich am Abend nach Hause gehe, dann möchte ich A, nicht die Nachrichten hören und B, auch nicht links und rechts schauen, weil letztendlich hat man auch genug vielleicht vom Thema auch. Vielen, vielen Dank. Und falls wir noch im Nachgang irgendwelche Fragen an uns haben, hier sehen Sie unsere E-Mail-Adresse oder können uns auf LinkedIn hinzufügen. Und dann können wir auch mal schauen, ob wir noch die eine oder andere Frage beantworten oder auch gerne auf GitHub in Form von einem Issue oder einem Pull-Request. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Und da muss ich nur kurz fragen und Professor Dr. Jesch, ob sie schon da ist, ob sie mich hören kann. Ja, ich bin schon seit 20 Minuten mit an Bord. Hallo in die Runde. Sehr, sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut, also noch das Ende und die Diskussion mitzubekommen. Das ist ja ein sehr spannendes Thema, die Tracing-App. Mhm. Genau, dann hätte ich jetzt mal vorgeschlagen, dass wir direkt mit Ihrem Vortrag starten.
Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und der Vortrag ist zu Covid-19, Impf- und Testbereitschaft. Da bin ich sehr gespannt, was Sie in Ihrer Forschung soweit hier herausgefunden haben und was Sie präsentieren würden. Und ja, ich übergebe an Sie. Sorry, Matthias, jetzt habe ich schon direkt die Einführung schon gemacht. Nee, alles gut. Okay. Ja, wunderbar, dann fange ich an. Ja, wir haben uns mit der Impf- und der Testbereitschaft beschäftigt. Lieber Herr Wachtel, Sie können auch schon weiterklicken, wenn Sie mögen. Das ist natürlich also beides wichtig, wissen wir ja mittlerweile. Um diese Pandemie in den Griff zu kriegen, braucht es halt viele, die sich impfen lassen. Es braucht viel Testbereitschaft. Und wir wollen uns halt anschauen, wie man mit verhaltensökonomischen Maßnahmen hier helfen kann. Und vielleicht auch, ob man mit klassischer ökonomischen Maßnahmen helfen kann. Sie können auch direkt schon wieder weiterklicken. Also im Moment haben wir ja leider noch so ein bisschen eine Mangelverwaltung in Deutschland und Europa allgemein, weil es viel zu wenig Impfstoff gibt. Aber hoffentlich ändert sich das in den nächsten Monaten. Und wir sehen das jetzt schon, zum Beispiel in den USA, die ja sehr viel mehr Impfstoff haben, dass die jetzt eben sehr akut daran interessiert sind, wie kriegen wir möglichst viele Leute dazu, sich auch wirklich impfen zu lassen. Wie so oft in dieser Pandemie ist es auch diesmal so, dass gerade die Bildungsferneren oft hinten anstehen, Angebote nicht ganz so gut nutzen, übrigens auch bei der Testbereitschaft, und das sehen wir auch in Deutschland. Und die Pandemie erzeugt eh so viel Ungleichheit, also ist auch da dann die Frage, wie kriegt man denn alle gut erreicht. Und auch das ist ein Anliegen, mit dem wir uns beschäftigen wollten. Und beim Testen, gut, das sehen wir jetzt, ne? Das wird jetzt richtig ausgerollt. Wir hatten ja schon Testangebote, zum Beispiel für Lehrer im letzten Jahr. Aber dann mussten die Lehrer extra in Testzentren gehen oder sie mussten zum Arzt gehen. Und sehr, sehr viele Lehrer haben das dann eben auch nicht so regelmäßig gemacht. Was ja auch verständlich ist, es ist halt ein enormer Aufwand. Jetzt wird das ja zum Glück alles ein bisschen einfacher. Trotzdem bleibt natürlich die Frage, wie viele haben Lust, sich testen zu lassen? Kann man auch da was machen, um die Bereitschaft vielleicht zu steigern? Sie können schon wieder weiterklicken, wenn Sie mögen. Das eine, was wir uns anschauen, das ist die Entscheidungsarchitektur. Das ist tatsächlich so der Fachbegriff dafür. Und das ist ein Konzept aus der Verhaltensökonomie aus den letzten Jahren, das sich teilweise schon sehr, sehr gut bewährt hat. Und das Charmante daran ist, man schränkt den Spielraum, den die Menschen haben, überhaupt nicht ein. Man gibt nur so einen sanften Anstupser oder man nennt das dann auch im Englischen Nudge. Und Entscheidungsarchitektur hier bei der Impfe, das wäre zum Beispiel, dass man sagt, schau mal, du hast hier schon einen Impftermin, wir bieten dir den an. Du musst den nicht annehmen, du kannst auch absagen oder du kannst verschieben, aber wir bieten dir diesen Termin an. Das ändert nichts an dem, was ich machen kann. Ich kann mich impfen lassen, ich kann es lassen, ich kann es mir nochmal überlegen, aber ich habe halt nicht so viel Aufwand mit dieser Impfsache. Ja, gerade wer jetzt vielleicht die letzten Wochen versucht hat, für Verwandte oder so einen Termin zu bekommen oder für sich selbst, wird das gemerkt haben, dass es oft leider mit einem unfassbaren Aufwand verbunden. Und da wäre es natürlich viel bequemer, wenn einfach so ein Impftermin plötzlich im Briefkasten lag. Also das schauen wir uns zum einen an. Wir wissen auch schon aus früheren Studien, dass sich das bei Grippeimpfung total bewährt hat. Da ist es wirklich so, wenn man es den Leuten einfach macht, sich impfen zu lassen, gehen viel mehr im Endeffekt hin. Und das ist natürlich eigentlich eine ganz gute Sache. Bei den Tests schauen wir uns das genauso an, weil auch da liegt die Vermutung halt, wenn der Test schon auf mich wartet, vielleicht machen auch dann wieder noch mehr Leute mit. Und auch das wäre natürlich ganz gut, wenn wir viel Testbereitschaft wollen. Ja, damit kommen wir mal zur nächsten Slide. Das andere, was sehr viel diskutiert wird in den letzten Wochen, in Amerika noch mehr als hier, aber da ist es, wie gesagt, auch akuter, weil die viel mehr Impfstoff schon haben und eben wirklich hoffen jetzt, dass fast alle aus der Bevölkerung mitmachen beim Impfen, das sind Kompensationen. Wie muss man sich das vorstellen? Es gibt zum Beispiel Krankenhäuser,
die dem Personal $500 anbieten, dafür, dass sie sich impfen lassen. Ja, damit unter auch 750 oder $1,000, also fast 1,000 Euro. Warum ist das so? Weil die halt sehen, zum Teil sind einfach noch nicht alle geimpft. Und wenn dann Corona in irgendeiner Abteilung ausbricht, ist es natürlich verheerend. Da wollen die von weg. Und deswegen machen das diverse Krankenhäuser in den USA. Es gibt aber auch zum Beispiel Telefonanbieter, die schon Kompensationen dort anbieten oder Restaurantketten, Supermärkte. Ja, und was ist das Motiv? Es ist immer das Gleiche. Die wollen natürlich nicht, dass Corona bei ihnen groß ausbricht und motivieren dann ihr Personal zur Impfung doch bitte zu gehen. Die Kompensationen variieren aber sehr, sehr stark. Also manchmal ist es auch nur so ein $5, also 5 Euro quasi Kaffeegutschein. Und stellt sich natürlich die Frage, wenn man kompensieren will, ist das wichtig, wie hoch die Kompensation ist? Könnte ja vielleicht sogar sein, dass jemand sagt, also für einen 5-Euro-Kaffeegutschein fühlt sich das Ganze jetzt irgendwie gar nicht mehr so gesellschaftlich bedeutsam an. Ja, vielleicht sind die Kompensationen sehr sogar schlecht. Also wir wollten uns das systematisch angucken. Und auch das ist was. In Deutschland gibt es jetzt, glaube ich, auch so die Ersten, die ein bisschen überlegen, Arbeitgeber, ob sie was machen können. Aber ich denke auch da, es kann gut sein, dass wir das in den nächsten Wochen und Monaten noch stärker als Diskussion bekommen. Ja, damit kommen wir zur nächsten Slide und da sind dann auch direkt ein paar Beispiele. Also es gibt zum Beispiel in Baden-Württemberg einen Arbeitgeber, der bietet Eierlikör an, wenn man sich impfen lässt. Und dann gibt es eben viele, viele Beispiele aus den USA, zum Beispiel auch große Supermarktketten da, also Aldi in USA, Lidl in USA, die kompensieren fürs Impfen. Oft orientiert sich das auch so ein bisschen an dem Stundenlohn der Leute. Und man sagt halt, gut, wer sich impfen lässt, der fühlt sich vielleicht einen Tag lang schlapp, ne, oder kann vielleicht ein paar Stunden nicht so nutzen, wie er das gern täte. Und dann zahlt man vielleicht so ein paar Stundenlöhne sozusagen, ja, als Dankeschön. Und in den Krankenhäusern gibt es dann eben oft sehr, sehr viel höhere Kompensationen, um wirklich in der Hoffnung, möglichst viele vom Personal an Bord zu bekommen. Für Deutschland weiß ich, dass es auch ein bisschen diskutiert wird, aber ich wüsste jetzt nicht so viele Beispiele, wo richtig viel gezahlt wird. Aber ich würde es gerne tiefer untersuchen. Also wenn jemand Lust hat, was zu machen, ich würde auch gern was machen. Denn wir haben leider auch hierzulande das Problem, es gibt einfach beim medizinischen Personal doch noch einige, die sich gegen die Impfung entschieden haben. Und das kann natürlich dann schon sehr ungute Auswirkungen haben für Patienten, für andere im Krankenhaus und so weiter. Ich denke aber auch, dass es für andere Bereiche wichtig wäre, darüber nachzudenken. Also zum Beispiel Menschen an der Supermarktkasse, die viele Kontakte haben, Taxifahrer, Busfahrer. Es gibt so in den Pandemieplänen, die ja immer so geschmiedet wurden für Deutschland, war das eigentlich immer ein großes Thema, dass es sogenannte Knotenpunkte gibt, also Menschen, die einfach schon aus beruflichen Gründen sehr viel Kontakt haben. Und das ist eigentlich total wichtig, wäre gerade die zu erreichen. Aber sind jetzt Kompensationen gut dafür oder nicht? Wir werden sehen. Dafür präsentiere ich ja gleich unsere Daten. Ja, und damit kommen wir zur nächsten Slide. Wir haben uns mehrere Feldstudien schon angeschaut und die beiden neuesten möchte ich jetzt hier vorstellen. Die sind also wirklich erst zum Teil erst ein paar Wochen alt. Und wir haben unseren Probanden entweder eine Covid-Impfung angeboten, wobei da ging es nur um die Impfbereitschaft. Also wir hatten leider nicht wirklich mRNA-Impfstoffe zur Verfügung. Ja, es ging also um die Bereitschaft, so einen zu nehmen. Und wir haben Covid-Selbsttests angeboten. Und die Selbsttests sind aber real. Also die konnten wir wirklich anbieten und die Teilnehmenden wussten, dass es auch sein kann, dass ihre Entscheidung sich also materialisiert. Wenn die jetzt zum Beispiel abwägen, will ich Geld oder will ich den Test, dann wissen die, es kann auch wirklich sein, dass sie dann den Test oder das Geld bekommen. Und damit sind das nicht nur Lippenbekenntnisse. Das sind halt dann reale, ökonomisch relevante Entscheidungen. Kommen wir zur nächsten Slide. Bei der Entscheidungsarchitektur schauen wir vor allen Dingen auf zwei Varianten. Es gibt zum einen Teilnehmende, die per Zufallsprinzip
so entscheiden, dass sie wissen, sie sind in einer Opt-out-Situation. Was heißt das? Das heißt, der Impftermin oder der Test ist für sie schon vorausgewählt. Sie können sich natürlich trotzdem dagegen entscheiden. Sie können halt sagen, ich will die Impfe nicht oder ich will den Test nicht. Aber so erstmal ist das Angebot halt da. Sie müssen nichts dafür tun. Sie bekommen das einfach. Und andere Teilnehmende per Zufall landeten in der Opt-in-Situation. Und bei Opt-in ist es halt so, es gibt keine Impfe, es gibt auch keinen Test, es sei denn, man bemüht sich da aktiv drum. Ja? Und da war eben die Vermutung, so wie bei der Grippeimpfung, vielleicht macht das auch schon einen Unterschied für die Menschen. Ne? Und dann gab es wieder andere Teilnehmende, die per Zufall über verschiedene Kompensationen entschieden haben. Das war bei der Impfung so, dass man entweder eben kein monetäres Dankeschön bekommt oder man bekommt Geld. Das konnte bis zu $500, also fast 500 Euro sein, also ziemlich viel Geld, aber es konnte manchmal auch nur $20, 20 Euro quasi sein. Das variierte also auch per Zufall. Und bei den Tests ist es ähnlich. Nur bei den Tests ist es so, wir schauen halt auf PCR-Selbsttests für symptomlose Menschen und die gibt's nicht gratis. Ne? Also da muss man normalerweise Geld für bezahlen und in den USA ist es nicht anders. Und deswegen haben wir da gesagt, okay, es gibt Reduktionen im Vergleich zum Marktpreis. Wir schauen halt, wie gut das wirkt. Und wir haben auch einige Teilnehmende, die wirklich den Test kostenlos bekommen haben. Oder ein kleines monetäres Dankeschön, $5 oder $25 dafür, dass sie diesen Test halt machen. So, kommen wir zur nächsten Slide. Das ist jetzt eine sehr, sehr dichte Slide, weil das beinhaltet jetzt eigentlich alle unsere wichtigsten Ergebnisse. Und ich werde jetzt ganz, ganz langsam durchgehen und wenn da Fragen sind, lieber Herr Wachtel, vielleicht können Sie mir Bescheid sagen, dass es schon Fragen gibt im Chat. Da gehe ich gerne auch direkt drauf ein, wenn es jetzt hier zu dieser Folie Fragen gibt. Was sehen wir hier? Ich würde gerne in der Mitte anfangen. Da sehen wir die Nachfrage nach der Impfung. Und die schwarze Kurve, mit der würde ich jetzt mal beginnen, das ist die Nachfrage, wenn ich mich aktiv um den Termin bemühen müsste. Ich kriege den nicht einfach so angeboten. Ich muss halt sagen, ich will wirklich diesen Impftermin, ich bemühe mich darum. Und dann haben wir hier verschiedene Geldbeträge. Das ist einmal also gar nichts, ne? $0 und dann geht das hoch bis $500, also fast 500 Euro. Und dann sehen wir halt, wie sich die Leute entscheiden. Und wir sehen halt, okay, wenn es kein Geld gibt, wenn es 0 Euro gibt, dann sagen knapp 70%, sie wollen die Impfung gerne haben. Aber wenn es viel Geld gibt, also zum Beispiel $500, dann sagen 85% ungefähr, sie wollen die Impfe. Also da sieht man schon, das macht einen echten Unterschied. Ich kriege so etwa einen von sechs dadurch mobilisiert, dass ich hier also dieses Geld anbiete. Und das könnte natürlich schon eine Rolle spielen. Ne? Also wenn man jetzt so überlegt, ob wir Herdenimmunität erreichen können oder nicht mit den Mutanten, ist ja auch eine Diskussion, aber 85% ist natürlich schon keine schlechte Quote wahrscheinlich. Was wir auch sehen ist, wenn man den Leuten sehr wenig anbietet, also hier diese $20, ne, das wäre dann also so knapp 20 Euro für beide Impfen zusammen, also ne, 10 Euro ungefähr, ein bisschen weniger pro Impfung, das hat keinen guten Effekt, das hat eher einen schlechten Effekt. Ne? Da kann man besser gar nichts geben. Und wahrscheinlich entwertet das irgendwie diese Impfentscheidung, ne, dass man vielleicht denkt, ach so, ja, so wichtig kann es ja dann doch nicht sein. Ne? Wenn das hier weniger als 10 Euro gibt, dann hat da vielleicht doch gar keiner so ein richtiges Interesse, dass ich das mache oder so. Also das wirkt sogar negativ. Ja? Um da wirklich jetzt in einen motivierenden Bereich zu kommen, sollte man so ungefähr $50, 50 Euro pro Impfung springen lassen. Und dann motiviert das und je mehr, quasi je besser. Ist interessant, weil so 50 Euro zahlen wir ja in Deutschland auch für eine Blutspende. Und wenn das Blut, glaube ich, eine seltene Gruppe ist, die gerade gefragt ist, dann gibt es auch mal mehr, dann gibt es, glaube ich, auch mal 100 Euro. Aber ja, so ähnlich könnte das bei der Impfung auch aussehen. Also mit 50 Euro kriegt man wahrscheinlich ganz gut schon Leute an Bord. Und dann haben wir hier die rote Kurve und die liegt oben drüber. Und das ist also diese Opt-out-Bedingung. Das heißt, der Impftermin wartet schon auf mich.
Ich kann natürlich sagen, ich will den nicht, aber der Termin ist halt schon da. Und wir sehen halt, das motiviert. Ne? Also selbst wenn man gar kein monetäres Dankeschön bekommt fürs Impfen, mehr als 70% wollen mitmachen. Und ja, mit etwas größeren Kompensationen steigt diese Impfbereitschaft dann nochmal deutlich an. Also wir kommen hier wirklich schon in die Nähe von 90%. Aber gut, da müsste man auch $500 springen lassen. Ganz kurz nochmal Frage. Die rote Kurve bedeutet, ich kriege Geld und lasse meinen Termin dann los, oder? Nee, man kriegt das Geld als Dankeschön für die Impfung. Ne? Also das ist wirklich wie bei der Blutspende, dass man halt, wenn man das macht, dann auch eine Kompensation bekommt, ne? Für den Aufwand, den man damit hat und so weiter. Einfach so eine Anerkennung. Okay, und wie erklärt sich jetzt hier der Unterschied von vielleicht zu, also sind die ja bei 90% oder unter 90%. Was machen die anderen dann? Also die würden sich impfen lassen und kriegen 500 Euro und die sagen trotzdem nein, also knapp 12% würde nein sagen zu der Impfung? Ja, das sind wirklich so recht harte Impfgegner. Ich habe das auch in meinen Studien gesehen. Also man kann so sagen, um die 10% plus minus, die wollen nicht. Und das ist so. Ne? Also es gibt Leute, die da relativ entschieden Nein sagen. Die allermeisten sind anders. Ne? Die allermeisten, es gibt auch so ungefähr, ja, das variiert so ein bisschen, ich würde mal sagen so 40-50%, die eigentlich das eh sehr gerne machen wollen. Und dann so der Rest der Leute lässt sich oft auch davon anstecken, was andere tun. Oder wir sehen ja jetzt auch hier, ne? Das hat halt einfach einen Effekt. Es ist aufwendig für mich, wartet der Termin schon auf mich oder müsste ich mich selber drum bemühen? Oder eben kriege ich ein bisschen Geld dafür. Ne? Das spielt dann halt eine Rolle. Also das sind wahrscheinlich die, ich weiß nicht, wie Ihnen das so geht. Bei mir ist das so jedes Jahr, dass ich denke, ach, Grippeimpfung, ne? Könntest du mal machen. Aber ich sag mal so, wenn ich es verpasse, finde ich das jetzt auch nicht so super schlimm irgendwie. Und scheint so zu sein, dass bei der Corona-Impfung auch nicht alle eine ganz, ganz klare Meinung halt haben. Mhm. Dann hängt es einfach dran, passt das mir jetzt rein und ja, was machen meine Nachbarn oder so. Ne? Gibt es direkt eine Frage, wenn es erlaubt ist, nochmal. Gibt es hier, also von Matthias Wittum, gibt es noch eine Obergrenze hier vorne, also zum Beispiel 1.000 Euro, wo es keinen Unterschied mehr macht? Wir sind bis $500 gegangen, weil wir bezahlen das ja auch wirklich. Ne? Also wir würden es versprechen. Also das ist eine Vorbereitung und wir würden, wenn wir es jetzt ins Krankenhaus tragen, das ja auch zum Beispiel wirklich mal rausgeben wollen. Also da haben wir jetzt gedacht, gut, wir belassen es mal. Aber stimmt schon, also es gibt diese Beispiele. Es gibt Krankenhäuser oder ich glaube auch Feuerwehrstationen in den USA, die schon auf 750 oder ich glaube $1.000 gegangen sind, weil die einfach merken, wir haben noch nicht alle an Bord, wir sollten vielleicht noch tiefer in die Tasche greifen. So weit sind wir jetzt hier nicht gegangen. Es könnte sein, dass es bei $1.000 dann egal ist und dass dann auch Leute sagen, ich nehme den Aufwand auf mich, diesen Impftermin auch noch zu besorgen. Ja, für 1.000 Euro mache ich das. Würde ich nicht ausschließen, das könnte ich mir schon vorstellen. Ich würde nicht erwarten, dass wir ganz auf 100% kämen. Ja? Also auch bei den $1.000 würde ich vermuten, vielleicht kommen wir so auf 90%. Das ist natürlich nur jetzt Spekulation. Ich habe das jetzt in so vielen anderen Studien auch gesehen. Es gibt auch ein paar wirklich, die sehr, sehr klar gegen die Impfung sind. Also das muss man sich, glaube ich, auch klar machen. Aber wir kommen hier wirklich, also sieht man ja, ne? Wir kommen hier so bei, also ohne Geld ist so um die 70%. Und ja, mit den $500 kommt man schon deutlich weiter nach oben. Und das kann natürlich so ein Pflegeheim oder so ein Supermarkt spielentscheidend sein. Natürlich. Haben irgendwelche Leute vielleicht gesagt, 500 nein, nehme ich nicht, aber haben einfach so Gegenfrage gestellt, so, ja, aber wie viel könnten sie denn jetzt zahlen? Keine Ahnung, 1.000, 10.000, also rein theoretisch quasi. Gab es tatsächlich so ein Verhalten, so von wegen, zahlen sie mir mehr, dann würde ich, oder... Aber das haben wir nicht. Also wir haben ja keinen Kuhhandel aus der Nummer gemacht. Ne? Ich meine, das muss man sich, glaube ich, auch überlegen. Wenn wir jetzt uns vorstellen, wir wollten das auch in einem deutschen Krankenhaus vielleicht machen oder so. Ne? Ich glaube, da muss man sich schon fragen, wie macht man es und wie macht man es so, dass es fair ist. Ne? Und wahrscheinlich ist es ja fair, dass man dann sagt, gut, wir geben das denen, die sich neu impfen lassen. Aber irgendwie wäre es ja moralisch vermutlich auch naheliegend zu sagen, auch die, die es schon gemacht haben, kriegen was. Ne? Sonst wäre ja wahrscheinlich ein bisschen gemein. Und jetzt sagen wir mal, vielleicht gibt es ja auch wen, der wirklich aus medizinischen Gründen keine Impfung bekommen darf.
dann wäre es sicher fair, dass diese Person trotzdem die Kompensation kriegt, weil die hätte ja sonst gar keine Möglichkeit, da dran zu kommen. Insofern weiß ich nicht, wie gut so ein individueller Kuhhandel wirklich wäre. Ne? Wenn ich dann höre, der hat 2.000 Euro gekriegt und ich nur 2,50, dann finde ich das vielleicht dann irgendwie auch nicht so super, ne? Nur weil der vielleicht 3 Monate mit der Impfung gewartet hat. Ne? Ich glaube, das wär wahrscheinlich nicht so geschickt. Aber im Endeffekt ist es natürlich eine gesellschaftliche Debatte. Ich denke halt, was in Deutschland, also wenn man auch einfach so viel hört, wie das mit der 11.6, 11.7 läuft und wie das mit dem Online-Buchen läuft und teilweise crasht das System, wenn die Leute ihren Impfcode beim Zentrum eingeben wollen und so. Ich denke halt, dieses mit diesem Opt-out, also dass der Termin schon auf mich wartet. Ich kann Nein sagen, ja, aber ich habe den Termin sicher. Ich glaube, da würden wir den Menschen sehr, sehr viel Zeit und Mühe und Stress sparen. Unsere Daten deuten das auch sehr stark an. Also gerade die älteren Menschen kriegt man halt mit dem Opt-out sehr gut angesprochen und auch die Bildungsferneren. Die reagieren darauf wirklich sehr, sehr stark und sind eben dankbar dafür, wenn sie das nicht organisieren müssen. Also ich weiß es nicht. Ich bin auch im Gespräch mit Beratern der STIKO und so. Ich hoffe sehr, dass wir vielleicht in Deutschland auch an diesen Punkt kommen, ne? Dass sich nicht mehr 80-Jährige durchs Netz wühlen müssen und verzweifeln, wenn das System noch abstürzt. Gibt eine Frage direkt. Gibt es einen Effekt, dass Personen, die die Impfung eigentlich annehmen würden, sich nicht mehr anmelden wollen, wenn sie Geld bekommen, weil sie misstrauisch werden und befürchten, dass man mit dem Geld etwas Schlechtes mal überreden würde? Glauben Sie, es gibt so einen Effekt? Ja, also wir sehen den ja sogar. Ne? Das ist genau. Also das ist diese hier? Genau, ne? Das ist genau das. Also wenn ich hier 10, das sind ja quasi 10 Dollar pro Impfung, knapp 10 Euro. Vor allem für das ist halt offensichtlich irgendwie zu wenig und dann denken sich die Leute komisch, ne? Was soll das? Und vielleicht fühlt sich das auch nicht so richtig ernst gemeint an oder man hat irgendwie das Gefühl, das ist ja auch ein sozialer Akt. Ne? Wenn ich mich impfen lasse, dann schütze ich ja auch die Mitmenschen und vielleicht denken wir einfach, komm jetzt hier, also wenn euch das nicht mal 10 Euro wert ist, dann vielleicht entwertet das dann. Ne? Also auch so von so einer Kommodifizierung, ne? Dass man halt sagt, das ist irgendwie ein. Das ist ja irgendwie ein sozialer Akt, der jetzt plötzlich mit so einem Preisschild, was auch noch total niedrig ist, versehen wird. Und das kommt offensichtlich schlecht an. Ich glaube, das ist der gleiche Effekt. Ich war mal in der Presse auch, da wollte ein Klinikum sich bedanken, hat jedem Mitarbeiter irgendwie so 5 Euro geschenkt und jeder hat gesagt, was soll ich damit? Ja, also hätte man jetzt 500 geschenkt, dann hätte jeder gesagt, oh, danke. Aber ich meine, die Menge an Mitarbeitern war relativ groß und sobald man mit 5 Euro kommt, würde jeder sagen, bringt mir nichts. Gerade mal zwei Kaffee, die ich mir kaufen kann. Also. Es fühlt sich irgendwie dann seltsam an. Ne? Man denkt, ist das jetzt der Wert von dem Ganzen, was man hier gemacht hat? Das kann doch nicht wahr sein. Ne? Und genau das sehen wir. Also da muss man wirklich aufpassen, ne? Weil vielleicht war es gut gemeint, wenn ein Arbeitgeber sagt, komm, 20 Dollar. Aber offensichtlich nicht mit. Kommt das nicht an. Kommt das, genau. Dann kann man sich das besser sparen. Ich finde, da gibt es eine tatsächlich sehr interessante Frage jetzt. Deswegen gibt es da Überlegungen, ab welcher Impfphase die Bezahlung ethisch ist. Also wenn man zum Beispiel früh, dann ist die Konkurrenz für Risikopatienten größer. Wenn spät, dann verlieren Risikopatienten die Einnahme oder zögern wegen Geld. Kann man das sagen? Wichtige Frage. Das ist, glaube ich, ganz wichtig zu sehen, in welcher Situation ist das Land. Bei uns zum Beispiel in Deutschland ist es ja wirklich so, okay, beim Krankenhauspersonal oder in Pflegeheimen, da hätten wir uns das als Gesellschaft ja eine sehr hohe Priorität gewünscht, dass da viele das Angebot auch annehmen. Und wir haben halt gesehen, zum Glück haben es auch viele angenommen, aber ja, es haben eben auch längst nicht alle angenommen. Wir haben immer noch solche Ausbrüche, leider. In Pflegeheimen sind ja auch viel mehr Pflegebedürftige geimpft als Pflegende. Und natürlich könnte man sich jetzt überlegen, okay, das ist ein Bereich, der liegt uns als Gesellschaft total am Herzen. Wollen wir da jetzt noch ein bisschen mehr machen? Ja, wollen wir versuchen, da noch mehr Leute an Bord zu kriegen? Ansonsten, klar, im Moment ist es in Deutschland so knapp, die Leute nehmen ja alles in Kauf. Ne? Die Leute investieren Tage zum Teil oder fahren echt weit zu irgendeinem Impfzentrum, was irgendeine Spezialaktion macht an einem Tag irgendwann in der Woche, um irgendwie noch an eine Impfe ranzukommen.
Aber in ein paar Monaten wird das bei uns so sein wie jetzt vielleicht in USA oder Israel, dass man eben so alle, die eigentlich wollen, schon abgeholt hat. Dann ist eben die Frage, okay, kriegen wir noch ein paar mehr an Bord, ne? Und dann kann man eben überlegen, okay. Und was natürlich auch wirklich ein Problem ist, sind ja Menschen mit weniger Bildung lassen sich wirklich abschrecken, wenn sie viel Aufwand haben, um an die Impfe zu kommen. Insofern könnte man auch da sagen, gut, vielleicht wäre es echt besser, wir machen das einfacher für die. Im Moment ist es leider nicht sehr einfach. Okay, sind diese Studien, die Sie gemacht haben, vielleicht mit anderen Studien vergleichbar, zum Beispiel zu Grippenimpfungen? Gibt es ja auch schon Studien davor, und da ist die Frage eben jetzt gerade, gibt es Corona-Besonderheiten im Vergleich zu den früheren Studien? Ja, ich denke, es ist unheimlich wichtig. Wir können nicht einfach die Grippestudie nehmen und sagen, ja, das klappt super toll, so machen wir es auch, weil natürlich ist Corona nochmal eine andere Situation. Die Impfung ist neuer, die Corona-Infektion ist gefährlicher. Ja, wir sind in einer schweren Pandemie, es ist eine andere Situation. Insofern finde ich das hilfreich zu gucken, was hat funktioniert bei der Grippeimpfung. Das ist einfach eine super Inspiration. Aber natürlich müssen wir jetzt hier für Corona ganz genau und sauber gucken, ja, überträgt sich das oder ist es anders? Ne? Und ich denke, solche Studien sind ein guter Schritt, weil wenn wir jetzt einfach nur gucken, ach schau mal, die Supermarktkette hat so gemacht und die Restaurantkette hat es ein bisschen anders gemacht, dann ist das sehr schwer zu vergleichen. Hier können wir halt sehr sauber gucken, weil die Leute per Zufall halt entweder bei dem Opt-out landen oder in Opt-in landen und auch der Geldbetrag variiert per Zufall. Und dann kann ich eben genau hinterher sagen, okay, ja, wer in der und der Bedingung entschieden hat, der entscheidet einfach im Schnitt wirklich anders. Dann weiß ich genau, okay, das liegt wirklich an der Entscheidungssituation oder zum Beispiel am Impfangebot. Dass wir auf einen besseren Schnitt kommen. Also die Fragen hören nicht auf, aber ich würde mal sagen, wir wollen auf den Folien ein bisschen vorkommen und ich würde die Fragen im Nachgang nochmal weiterstellen. Was ist jetzt das rechte Bild? Rechts sehen wir die Testbereitschaft und da ist natürlich wichtig zu wissen, was war das für ein Test? Es gibt ja so viele Tests. Hier ging es um so einen PCR-Test. Ne? Wenn ich symptomlos bin, dann kriege ich den ja auch nicht einfach so hinterhergeworfen, dann muss ich ja dann was dafür bezahlen, typischerweise. Und so ist das auch in den USA. Da ist es eh nochmal komplexer, weil nicht jeder hat eine Krankenversicherung und das ist auch ein großer administrativer Aufwand unter Umständen, dann an den Test zu kommen, je nach Krankenversicherung und so. Also das ist da nochmal mehr so, dass man mit Kosten konfrontiert sein kann. Und da haben wir uns halt angeschaut, okay, was passiert, wenn die Leute Reduktionen kriegen? Vom Marktpreis, der war tatsächlich in den USA bei $125 vor ein paar Wochen, also echt teuer. Aber ist bei uns auch nicht so wahnsinnig viel billiger, ne? Ehrlich gesagt. Und dann gucken wir uns halt an, wie Reduktionen auf diesen Preis wirken. Also wenn ich zum Beispiel nur $50 zahlen müsste statt 125. Wir schauen uns an, was passiert, wenn der Test null kostet, also gratis ist. Und wir schauen auch an, was passiert, wenn ich so ein kleines Dankeschön dafür kriege, dass ich den mache. Ne? Also $5 oder $25, also 25 Euro ungefähr. Und was wir sehen ist, wenn der Test gar nichts kostet, das ist hier diese graue Linie, die so durchläuft, ne? Dann sehen wir halt, ja, also sind schon viele interessiert am Testen. Wir haben so ungefähr 50%, die den Test wollen, die sich aktiv drum kümmern müssten. Aber gut, ist ja verständlich, die Leute sind symptomlos. Ne? Warum soll ich mich da jetzt aktiv noch bemühen? Und wir haben mehr als 70%, die den Test wollen, wenn der schon auf sie wartet. Also da sehen wir, das macht auch einen großen Unterschied. Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, ich wäre Lehrer und müsste noch sonst wohin gurken, Freitagnachmittags, damit ich irgendwie nochmal diesen Test haben kann, dann kann man sich vorstellen, wo wir landen. Und ich glaube, das passt auch ganz gut zu dem, was in Deutschland damals passiert ist. Wir sehen auch, also bei den Tests ist es irgendwie sehr viel so monotoner. Ne? Also man sieht einfach, okay, je mehr, also wenn es ein Dankeschön gibt, dann sind noch mehr Leute an Bord. Und dieser Marktpreis schreckt natürlich total viele ab. Kaum jemand hat Lust, $125 für diesen Test zu bezahlen. Da muss man sich auch überlegen, müsste ich ja regelmäßig machen. Wer will das schon ausgeben? Wenn der Test billiger wäre, ne, dann steigt natürlich die Bereitschaft, das dann auch mal zu nehmen. Aber insgesamt muss man sagen,
ja, es hilft. Also insgesamt muss man eine Testbereitschaft, könnte echt auch ziemlich hoch sein, ne? Wenn man eben die Leute so ein bisschen kompensiert, das ein bisschen anerkennt, das einfach für sie macht. Und ich denke, das ist ja auch was, in eine Richtung, in die wir jetzt immer mehr gehen, ne? Also das ist ja auch das, was wir jetzt so versuchen mit den Selbsttests, dass es eben wirklich einfach ist. Wir haben die Antigen-Tests, okay, nicht ganz so sicher wie der PCR-Test, aber die werden also zum Teil ja auch sehr gut schon evaluiert und manche funktionieren zum Glück relativ gut. Die Lehrer müssen nicht mehr in irgendwelche Testzentren oder so rennen, um sich testen zu lassen, ne? Also da kommt jetzt viel und das ist bestimmt gut, wenn man da viel Unterstützung haben will. Und man sieht aber auch zugleich, nicht jeder wird es machen. Ja, also das haben wir jetzt gerade in Deutschland ja auch ganz viel, diese Debatte, soll das eine Pflicht sein, zum Beispiel an den Schulen oder beim Arbeitgeber? Und wahrscheinlich haben wir die Debatte zu Recht, weil das sehen wir hier, selbst wenn ich $25 geschenkt kriege dafür, dass ich einen Test mache und der Test wartet auf mich, sagen eben auch hier schon mehr als 10%, nö, danke, nehme ich trotzdem nicht. Also das, ne, das sehen wir an diesen Daten auch. Ja, super. Also wenn dazu keine direkte Frage mehr ist, dann würde ich sagen, wir gehen weiter. So viel ist es auch nicht mehr. Also es bleibt bestimmt noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren danach. Ich habe jetzt hier nur noch zwei kurze Slides, also einfach nur als Zusammenfassung. Wir sehen halt, man kann viel machen, um Test- und Impfbereitschaft zu beeinflussen. Man kann auch beide Maßnahmen zusammen benutzen. Also es kommt sozusagen dann so zusammen, dass beides wirkt. Ne? Es ist nicht so, wenn ich das eine benutze, dann wirkt das andere nicht mehr. Nein, beides wirkt auch zusammen und insofern ist beides kombinierbar. Wenn man kompensieren will, ist halt wichtig, dass man nicht nur $10 springen lässt. Ne? Das wäre einfach zu wenig. Das entwertet wahrscheinlich diesen moralisch relevanten sozialen Akt. Und bei den Tests ist es eigentlich wurscht, da kann man wahrscheinlich auch $5 springen lassen. Also bei uns in Daten hatte auch das sehr gute Effekte. Ne? Das reicht den Leuten, das finden viele gut. Ja, und zur letzten Slide, da habe ich schon so ein paar Diskussionspunkte sozusagen vorbereitet, aber wahrscheinlich haben Sie noch viel mehr Ideen. Klar, ne, wenn ich jetzt Impftermine vororganisiere und den Leuten anbiete, dann wird das so sein, dass vielleicht mehr Termine verschoben werden, wie wenn die Leute das alles selber organisieren müssen. Da ist natürlich nur die Frage, okay, klar, das macht einen Zusatzaufwand, aber wie viel Aufwand spare ich den Menschen, die sich nicht mehr in die 11.6, 11.7 hängen müssen? Ne? Also ich glaube, wenn man das so vergleicht, dann muss man echt sagen, okay, insgesamt hätten wir wahrscheinlich eine große Aufwandsreduktion, wenn die Termine vorgeplant wären. Ja, dann sehen wir halt wirklich dieses Vorplanen der Termine ist besonders gut für Menschen, die jetzt eh in der Pandemie tendenziell sehr leiden, ne? Ältere Menschen, bildungsärmere Menschen. Und bei den Kompensationen gibt es natürlich viel zu diskutieren, wenn man die machen wollte, wer soll die denn kriegen, wer zahlt die denn, ne? Und natürlich, ja, wie kann man das überhaupt fair gestalten und so. Ich will nur sagen, es gibt eben wirklich immer mehr Arbeitgeber, die es machen. Ne? Und insofern ist auf jeden Fall nützlich zu wissen, wenn man es machen will, dann nutzt nicht 10 Euro. Ja? Das wäre auf jeden Fall keine weise Entscheidung. Vielen Dank und jetzt bedanke ich mich nicht nur für die Aufmerksamkeit, sondern ich möchte auch sehr dem Niklas Trettner danken, der nämlich wahnsinnig viel hier bei der Vorbereitung mitgeholfen hat. Auch die Nicola Hürold hat viel gemacht, die Michelle Hörmann und die Simson Mess. Ich glaube, manche von denen sind sogar da. Also vielen, vielen Dank euch. Dankeschön. Ich habe direkt eine Frage. Matthias, du hattest noch mal, darf ich zwei Folien zurückgehen auf die Slide, um da einfach nur kurz hier vorne mit den 5 Euro. Ja. Achso, genau, soll ich fragen? Ja, gerne. Also was mir aufgefallen ist, fand ich einen interessanten Vergleich, wenn man jetzt hier auf der rechten Grafik schaut, bei der schwarzen Kurve, da macht der 5 Euro Bonuszugabe einen sehr, sehr massiven Effekt von, da würden nochmal 1,5 mehr sich testen. Im Vergleich bei der anderen Folie mit dem Impfen hat diese Zugabe von 5 Euro einen sehr, sehr negativen Effekt gehabt. Wo erklärt sich so dieser Unterschied? Beim einen hat es entwertet, beim anderen macht es auf einmal einen riesen Anreiz aus. Gibt es da eine Erklärung dafür oder einen Hintergrund?
Ja, also meine Interpretation ist, dass man so einen Test wahrscheinlich als deutlich weniger krassen Akt empfindet. Ne? Und ich denke, das ist wahrscheinlich auch so. Ne? Ich meine, klar, ich lasse mir da das Stäbchen irgendwie in die Nase stecken oder muss irgendwo reinspucken oder so. Oder ich muss es selber machen. Das kostet vielleicht auch 15 Minuten Zeit zu warten, was der Test dann gesagt hat. Bei dem Antigen-Test bei PCR warte ich dann halt vielleicht ein, zwei Tage, okay. Aber es ist halt doch was anderes wahrscheinlich, wie wenn ich da die Impfung nehme, mir tut der Arm zwei Tage weh, ne? Ich fühle mich schlapp und so. Also ich denke, das hat auch damit zu tun, dass diese Impfentscheidung wahrscheinlich doch eine schwerwiegendere ist für viele Menschen und dass man dann vielleicht echt denkt, komm, $10, ne? Also das kann es doch nicht sein. Beim Testen ist auch so, es ist natürlich was viel, viel öfter auf einen zukommen wird. Ne? Ich meine, wie lange hält denn so ein PCR-Test? Ne? Dann kann ich mich nach ein paar Tagen ja am besten wieder testen lassen. Ja, vielleicht ist auch der Gedanke noch mit dabei, ne? Dass, okay, das mache ich jetzt. Das ist für ein paar Tage eine Hilfe. Dann reicht mir vielleicht die $5 Anerkennung, um mich wirklich gut zu motivieren. Aber die Impfe, das ist ja echt was. Was sagen die neuen Studien? Wahrscheinlich mindestens 6 Monate lang geschützt, ne? Und nicht nur für einen selber, sondern ja auch für die ganzen Mitmenschen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Ich glaube, man bewertet das einfach deswegen auch ganz anders und will da irgendwie, glaube ich, dann auch ein bisschen mehr Anerkennung sehen. Okay, dann noch die erste Frage von Matthias, direkt ganz am Anfang gestellt. Ist nicht das Zurückhalten von Freiheitsrechten ein sehr starkes Anreiz, den die Politik gerade immer wieder in Diskussion bringt, um damit vielleicht schon unterschwellig Druck und Anreiz aufzubauen, dass Bürger sich impfen? Ja, also ich denke, das wird für manche spielentscheidend werden. Also gerade wenn wir an das Reisen denken, das ist ja dann auch was gar nicht so sehr nur in deutscher Hand liegt. Ne? Immer mehr Länder, die sagen, ja, das wird uns wichtig sein, dass die Leute geschützt einreisen. Ich denke, dass das wird eine massive Rolle spielen. Und ansonsten, klar, wir haben ja viel Diskussion über Immunitätsausweise. Ich bin mal gespannt, wie das weitergehen wird. Ich denke, der Druck wird auch immer mehr wachsen, je mehr Menschen geimpft sind. Ne? Also das finde ich gesellschaftlich sehr, sehr interessant zu beobachten. Und da stimme ich total zu. Also das mag sein, ne? Dass wir da in ein paar Monaten eine ganz andere Situation haben. Okay, also Klaus Krogmann hat gerade sehr interessante Frage gestellt, auch wo ich nicht weiß, inwiefern man das jetzt beantworten könnte. Was müsste sich insgesamt gegenüber dem, was wir aktuell haben, in dem Impfprozess in Baden-Württemberg sich ändern, damit es besser läuft? Also vergleichbar USA zu Deutschland, gefühlt habe ich da Drive-Thrus mit Autos, die ganze Zeit Leute werden gepikst und bei uns im Vergleich dazu ist er so wie so einzel quasi einmal Impfungen. Da kommen wir gefühlt irgendwie nicht vorwärts. Oder ist es nur eine Wahrnehmung von außen? Ja. Was würden Sie dazu sagen? Super Frage. Ich denke, so wo es so zum Jahresbeginn anlief, da konnte man das fairerweise wirklich sagen, dass wir in Deutschland echt langsam sind oder in Europa überhaupt. Aber mittlerweile, wir holen auf. Es kommt ja jetzt auch viel mehr rein, hoffentlich. Und wir hatten jetzt auch schon so Tage, wo, ich glaube, so 600.000, 700.000 Leute geimpft wurden. Das ist gar nicht mehr so weit weg von den Rekorden, von den Rekordimpftagen in den USA. Also wir holen auf, zum Glück. Und deswegen denke ich eben auch, diese Frage, wie kriegen wir viele Leute an Bord, die wird wahrscheinlich schneller wichtig werden, als wir uns jetzt vielleicht vorstellen können. Ne? Im Moment denken wahrscheinlich viele, komm, ich zahle auch Geld, wenn ihr mir diese Impfe gibt. Ja? Aber ich denke, wir werden in ein paar Monaten echt in einer hoffentlich ganz anderen Situation sein und uns wirklich fragen, okay, was ist mit denen, die es noch nicht gemacht haben? Ja, also was ich glaube, ist, dass die Hausärzte tatsächlich eine Besserung gebracht haben, weil die Person kenne ich seit Jahren, der Person vertraue ich vielleicht etwas mehr als einem mobilen Testcenter oder beziehungsweise nicht Testcenter, sondern Impfzentrum. Ja, das heißt, ich muss halt nicht in irgendeine Spielhalle, in eine Halle gehen, wo jetzt gerade alles aufgebaut wurde, sondern ich gehe zu meinem Hausarzt und die ganzen Rekorde, glaube ich, vor ein paar Tagen hat es angefangen, die sind ja wegen den Hausärzten ja auch so
weit, weil die jetzt auf einmal angefangen haben, Leute links und rechts zu impfen. Ich glaube, da gibt es eine Besserung, oder sehen Sie es anders? Also die Hausärzte haben ja wirklich ganz Außerordentliches geleistet, das muss man ja wirklich sagen. Und das stimmt, ne? Diese Rekorde, das wäre ohne die Hausärzte so ja gar nicht denkbar gewesen. Mhm. Aber die Impfzentren, es gibt ja Impfzentren, die jetzt schon rund um die Uhr wirklich parat stehen, ne? Mhm. Und wirklich versuchen, alles zu tun, um so viel wie möglich durchzuimpfen. Also worauf wir, glaube ich, wirklich hoffen müssen, ist, dass auch immer genug Impfstoff reinkommt. Ne? Da haben wir einfach nicht die besten Verträge ausgehandelt, das weiß ja auch jeder. Das war sicherlich ein massiver Fehler. Ja? Ich glaube, die Bereitschaft, jetzt viel Impfen an die Frau und den Mann zu bringen, die ist riesig. Ich glaube, das ist in den Impfzentren so, das ist aber auch in den Arztpraxen so. Ich höre auch viele Fachärzte, die sagen, sie würden auch sehr gern helfen. Ich glaube, die Menschen, da gibt es echt so viele, die alles quasi bereit sind zu tun, dass wir hier schnell die Pandemie rauskommen. Wir brauchen einfach genug Stoff. Ja, das wird das größte Problem vermutlich auch sein. Und auch noch die Diskussion über, welche Arzneimittel lasse ich mir jetzt impfen? Ist das eine gut oder das andere gut? Und da gibt es ja viel, soweit auch letztendlich in der Diskussion. Klar, und wir lernen ja auch immer weiter dazu, ne? Was eben wirklich sehr erfreulich ist. Es war am Anfang ja auch gar nicht klar, wie lange schützt das denn? Ne? Müssen die Leute nachher nach 2-3 Monaten schon wieder zu einer nochmal einer dritten Booster-Impfe oder so? Das sieht ja jetzt zum Glück alles ganz gut aus. Auch muss man ja echt sagen, wir haben zum Glück von den, so fieseren Mutanten, wo wir nicht wissen, wie gut die Impfe genau ist, wirklich wenige im Land. Ne? Also bisher ist das ja zum Glück alles ganz prima. Ne? Also insofern wirklich die große Hoffnung halt, dass genug Impfstoff ankommt. Aber wie gesagt, das muss man schon ernst nehmen. Wenn jetzt hier, wie wir in den Daten sehen, wenn nur 70% oder so am Ende von sich aus mitmachen, dann sollten wir uns vielleicht echt was überlegen, weil 70% könnte wahrscheinlich doch ein bisschen höher sein, wenn man da den Epidemiologen Glauben schenkt. Ne? Dann wäre es schon schön, wenn die Quote doch noch ein bisschen höher wäre. Natürlich. Letzte Frage, wir sind schon eigentlich 5 Minuten drüber, aber das ist die letzte Frage auch aus dem Chat. Wie sehr ähneln die Erkenntnisse denen aus dem Blutspenden? Also das haben Sie früher auch erwähnt mal ganz kurz. Gibt es da Erkenntnisse, die so ein bisschen überlappend sind? Ja, beim Blutspenden, das ist wirklich eine total interessante Frage, weil das auch schon so viel diskutiert worden ist und die Länder haben ganz unterschiedliche Arten, damit umzugehen. Die einfache Nachricht ist, je mehr es gibt, desto besser läuft es. Und es gab alles Mögliche an Einwänden. Es gibt Länder, die auch heute noch quasi nichts dafür bezahlen, wie die USA. Die haben aber auch kein Blut. Die besorgen sich das dann halt alles importiert, ne? Aus Kanada, was gezahlt wird. Insofern kann man sich fragen, ist das dann der bessere Standpunkt? Das ist schon mal das eine. Also ohne Kompensation läuft das nicht. Nicht in dem Umfang, wie wir das brauchen. Auch Blutplasma und so, ne? All diese Sachen. Und das andere ist, es wurde immer wieder gesagt, aber vielleicht ist die Blutqualität dann grottig. Ja, wenn ich den Leuten viel Geld gebe, wer weiß, nachher kommen nur so die dubiosesten Menschen, die irgendwelche Krankheiten im Blut hätten oder so. Das stimmt aber auch nicht. Also die Blutqualität wird nicht dadurch beeinflusst, ob es oder nicht. Man kriegt einfach viel mehr Leute, die es machen. Und wenn man sich so überlegt, auch das ist schon ein Aufwand. Also ich denke, viele von uns waren mal Blutspenden, auch das, man muss da hingehen und so und man liegt da rum und so und es ist einfach so, ne? Es ist schon irgendwie eine Tat, ne? Und man kriegt eben mehr dazu motiviert, wenn es dafür ein bisschen mehr gibt. Okay, dann vielen Dank für den sehr interessanten Vortrag und auch die Diskussion danach. Wir haben sehr, sehr viele Fragen auch soweit beantwortet, also gab es sehr viele interessante auch Aspekte in Ihrer Forschung, die ich jetzt nicht erwartet hätte, dass man zum Beispiel mit 20 Dollar oder 20 Euro die Leute eher vergrault, ja, so nach dem Motto, so, ja, ich gebe dir was, aber in dem Moment, wenn man zu wenig gibt, dann schreckt das eher ab, das ist tatsächlich so, also hätte ich auch so nicht erwartet letztendlich, ja. Und im letzten Punkt, sorry Matthias, wir sind schon 7 Minuten drüber, hätte ich mich jetzt bedankt und nochmal an Matthias Wittum nochmal kurz das Wort gegeben, weil er stellt noch mal ganz kurz was vor.
Danke, Alex. So, alles gut. Also ich habe heute Abend nichts anderes vor. Ich hoffe, es sieht beim anderen auch so aus. Also wegen mir ist Überziehen jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich wollte tatsächlich auch nochmal einfach allen Vortragenden heute vielen, vielen Dank sagen für die sehr, sehr spannenden Vorträge. Wir haben das Thema ja durchaus mit bewusst ausgewählt, weil wir gesagt haben, das ist gerade ein sehr, sehr aktuelles Thema. Das reizt, das interessiert die Leute. Da möchten sie gerne ein paar Hintergründe auch zu erfahren. Und ich glaube, so die Teilnehmerzahl spricht auch dafür, dass es sehr, sehr viele Leute sehr spannend fanden. Auch die Feedbacks, die wir jetzt schon bekommen haben und auch im Chat. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank dafür. Als kleines Dankeschön schön würden wir Ihnen dreien vom VKSI ein kleines Geschenk noch zukommen lassen. Ein Set an Design Cards. Was ist das? Da geht es im Endeffekt so ein bisschen auch um technische Diskussionen, so den Teil, den wir hier bei unserem Verein natürlich auch gerade fördern wollen. Und wie kann man zielgerichtet solche Diskussionen auch führen, um vielleicht auch Konflikte in Diskussionen auflösen zu können? Das ist so ein bisschen, sind im Prinzip verschiedene Softwareprinzipien auf Karten gepresst, die man einfach auch in der Diskussion verwenden und einspielen kann. Und da steckt im Endeffekt eine Entwicklertypologie dahinter, wo wir uns einfach ein bisschen beschäftigt haben damit, was für unterschiedliche Entwicklerarten, Typen gibt es, warum kommt es da manchmal zu Konfrontationen oder irreführenden Diskussionen. Das ist so ein bisschen das als ganz kleiner Exkurs, was da dahinter liegt. Ich glaube, zumindest zwei der Referenten heute können damit definitiv was anfangen. Infrastruktur bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber auf der Webseite finden Sie definitiv auch noch ein paar Statistiken, wo wir vielleicht uns, wenn Sie wollen, auch gerne nochmal in eine Diskussion begeben können und vielleicht so ein bisschen auch so die Hintergründe beleuchten können. Vielleicht hilft Ihnen das an der Stelle mehr. Ansonsten können wir Sie vielleicht damit aber auch noch ein bisschen stärker für die Informatik und die Softwareentwicklung begeistern. Und auch dann werden wir unserem Auftrag voll und ganz gerecht geworden. Nein, das ist ganz wunderbar. Das ist ganz wunderbar. Und also da bedanke ich mich sehr und ich freue mich ja auch, wenn ich dazulernen kann. Sehr schön, das freut uns. Wunderbar. Auch dir, Alex, vielen, vielen, vielen Dank für die tolle Moderation des heutigen Abends. Top. Also mir hat es unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen allen auch. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder mit dabei wären. Und tatsächlich können wir noch kein genaues Datum sagen. Wir haben noch keinen Termin festgelegt, aber er wird kommen, definitiv. Und mit Sicherheit auch wieder mit sehr spannenden Themen aus verschiedenen Perspektiven, so wie wir es heute Abend auch hatten. In dem Sinne würde ich sagen, wenn wir für heute am Ende des Abends angelangt. Gerne alle, die noch möchten, gerne auch noch in der Diskussion bleiben, noch ein bisschen im Chat bleiben. Ansonsten aber einfach einen schönen Abend und passend zum Thema, bleiben Sie gesund. Vielen Dank für die Vorträge, das war sehr, sehr interessant. Und Matthias, Dankeschön an dich am Anfang und jetzt zum Schluss für die Worte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke an alle. Vielen, vielen Dank.